auf so zu reden, du ekelhafter Mann. Ich rede, wie ich will. Komm nach Berlin, Rudi. Ich baller dir was rein. Ich baller dir was rein. Ach, du machst gar nichts, ey. Du bist der Hund von dieser Dings. Wie heißt das? Die TikTokerin, ne? TikTokerin. Hat die aus dir einen Hund gemacht, ey? Die hat einfach einen Hund aus dem gemacht. Ist das heftig, ey. Ja, danke schön, danke, danke. Dann kommt er hier rein und will mir etwas erzählen. Hat dir kannst du keinem erzählen. Du, die hör doch auf, ey. Eine TikTokerin hat aus dir einen Hund gemacht. Das ist eine Schande, ist das, Mann. Dzień dobry, Amir. Ja. Dzień dobry. Dzień dobry. Oh, danke schön. Wir sind am Fliegen. Danke schön. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Wo warst du, Amir? Ja, habe dich vermisst. Ja, ich bin immer und überall. Ihr wisst doch. Ich bin immer unterwegs. Hier, Cowboy. Dr. Scherer, wo haben wir der Cowboy vom Dienste hier? Ja, diese Leute, die kennen ja nur so Gewalt anwenden. Komm nach Berlin. Ich zeig dir, mach dir das. Mach gar nichts, macht der. Komm nach Berlin, ey. Komm nach Buxtehude, ich zeig dir auch, ey. Ich zeig dir Montana Black. Ich zeige dir Monte. Ja. Kann doch nicht wahr sein. Dankeschön. Du hast nicht so gute Verbindung oder habe ich nicht so gute Verbindung? Das möchte ich jetzt niemanden ankreiden. Dann ist es eben so. Hoffe, dass es dir gut geht, mein Lieber. Ja, Handel, Jesus, mir geht. Ich mag deine. Ja, das freut mich von ganzem Herzen. Ich mag deine Arbeit sehr. Wie gesagt, also ich mag deine Aufklärungsarbeit sehr. Und aber, ja. Kein Aber. Achso, ja, das ist doch gut. Ich dachte, einfach jetzt kommt nur, Aber. Jetzt mach mal so und jetzt mach mal dies und jetzt mach mal das. Ich glaube, du bist ein gottesfürchtiger Mensch. Der Einzige, der zu dir Aber sagen darf, ist Gott. Ja, genau. Lass den Herrn das entscheiden. Ne? Jeder soll genau, das einsetzen, was er hat für den Herrn. Und am Ende entscheidet Gott, wie, was, wo, wann. Ne? Richtig. Seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Amen. Der Mensch Gott denkt, aber der Gott lenkt. Vielleicht hab ich... Stelle deinen Leib zur Verfügung und der Herr wird das schon nutzen. Ne? Richtig, wir sind alle seine Knechte, wenn du willst. Ob gläubig oder ungläubig, ob Moslem oder was auch immer. Wenn der Herr ruft, dann hören die meisten Menschen drauf. Ja, hier ist jemand zum Islam konvertiert. Da kannst du dich nicht von frei sprechen. Ich würde mal gerne interessieren, warum. Ja, Telekom, komm mal bitte rein. Ich würde mal gerne wissen, warum. Du hast doch 2000 Abonnenten, schick mir mal eine Anfrage. Ich kann dir keine Anfrage schicken. Ja, okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie, ja? Dich auch. Ich wollte eigentlich Zeugnis erzählen, aber ich glaube, mach da mal deine Aufklärungsarbeit. Der ist kein Problem. Der hat ja sowieso, der will ja sowieso keine Anfrage schicken. Von daher kannst du gerne dein Zeugnis erzählen. Ja, also, ich habe das so eine Geschichte gehört. Das ist eine wahre Geschichte. In Mexiko ist die passiert. Da ist ein Pastor, der hat sein Interview selber gegeben, sein Zeugnis. Der Mann war einer der größten Mafiosis dort. Du weißt ja, das ist diese Drogenkartellboss. Ja. Der ist in Gefängnis gekommen und die hatten alle, also Beweise für ihn und hatten sogar Filmaufnahmen, Fingerabdrücke und alles drum und dran. Und der hat im Gefängnis gesagt, seine Frau ist zum Glauben gekommen, während er noch im Gefängnis saß. Seine Gerichtsverhandlung hat noch nicht stattgefunden, ne? Und während er gesagt hatte, das ist eine wahre Geschichte von ihm selbst, ne? Ja. Da hat er gesagt, wenn Gott mich hier rausholt, dann werde ich Gott nachfolgen. Die Filmaufnahmen waren gelöscht, keiner wusste wie. Die Fingerabdrücke waren nicht mal seine. Und die Zeugenaussagen, die ihn gesehen haben, er selber, ich kannte die sogar, ne? Haben gesagt, wir kennen diesen Menschen nicht. Und dieser Mann ist ein Pastor in Mexiko. Und der hat sehr, sehr viele Menschen dort zum Glauben gebracht. Und und in jedem Stadtteil gibt es solche Banden, ne? Und jede Bande kontrolliert quasi irgendeine Stadt oder irgendeine Gegend. Und die kommen dann zu den Leuten und wollen Schutzgeld erpressen. Das gab so eine Kirche, da sind sie hingegangen, haben gesagt, wir wollen, dass du uns Schutzgeld gibst.
Und da haben die gesagt, nee, machen wir nicht. Und wir überlegen uns das noch. Der Pastor geht dann zu dem Pastor, der jetzt vor dem Gefängnis saß, ne, der jetzt die Leute konvertiert hat, was sollen wir machen? Er hat gesagt, wir werden beten. Und die haben gebetet und eine Woche ist nichts passiert, zweite Woche ist nichts passiert, dritte Woche ist nichts passiert. Nach 4 Wochen kommt der Drogenboss persönlich dahin in die Kirche und sagt, was seid ihr für Menschen? Sagt er, wieso? Sagt er, ich schicke jeden Tag 3, 4 meiner Leute hier hin und um eure Kirche sind Lichtgestalten mit komischen Waffen. Und die Leute haben Angst, da reinzugehen, sind dort abgehauen. Das ist eine wahre Geschichte, also kannst du mal nochmal nachgoogeln. Und das zeigt mir, also Psalm 91 steht geschrieben, denn er wird seine Engel deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Und derjenige, der dich umbringen will, der muss erstmal an Gott vorbei. Amen. So sieht's aus. Psalm 91 ist auch sehr, sehr bezeichnender Psalm, ne? Psalm Ja, 37 auch. Fast jeder Psalm ist Gebete zum Herrn direkt, ne? Zur Vergebung und alles. Und dann hast du natürlich auch die Psalmen, wo der Herr, also wo der David sagt, wie sehr der Herr dich so beschützt, ne, und bewahrt. Ja, Psalm 34, das habe ich mir gemerkt, ein wunderschöner Vers für alle Menschen, die hier drinnen sind. Da heißt das, Gott ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Der Gerechte muss viel Böses erleiden, doch aus allem rettet ihn der Herr. Und ich glaube, manchmal muss ein Gläubiger durch ein Feuer gehen. So ist der Gott näher, weil wenn man nicht in einen tiefen Tal hineinkommt, schreit man weniger zu Gott, würde ich mal sagen. So sieht's aus. Ja, ich danke dir für die kurze Zeit, mein Lieber. Gott segne dich. Gott segne auch dich, mein Lieber. Ja, und sei stark und mutig. Übrigens, ich möchte dir es ans Herz legen, in der Bibel steht der Satz, wirklich, kannst du selber nachforschen, der Satz, fürchte dich nicht, 366 Mal, für jeden Tag einmal. Ne? Für jeden Tag einmal, Genau. 365 Tage, ne? Ja, und 2. Buch Mose 14, 14 heißt, du aber sollst still sein, denn ich, der Herr, dein Gott, werde für dich kämpfen. Fokussiere dich auf deine Aufgaben. Amen, Amen. Auch in Josua 1,9, ne, habe ich dir nicht geboten, du sollst stark und mutig sein. Ja. Geh nach vorne, marschiere nach vorne, ich will bei dir sein. Wie wundervoll ist der Herr, Ja. Okay, ich danke dir von ganzem Bis Herzen, mein dann. Lieber. Bis dann, tschüss. Ja, wundervoll, ne? Schmeiß diese Telekom raus. Ist der wieder am Bellen hier, der Telekom? Telekom, was ist das für eine Religion, in der Alexander der Große bei euch ein Prophet ist und dann so weit gereist ist, dass er die Sonne in einem schlammigen Wasser untergehen sehen hat? Sura 18, Vers 86. Weißt du, woher dieser Unsinn kommt? Aus einem Roman. Das ist aus einem syrischen Roman ist das rausgeklaut worden. Das hat sich in den Koran reingeschafft. Ja, sehr gut. Du hast dich natürlich hingesetzt, bist dem Ganzen nachgegangen, was mit Sure 5, Vers 32 aufhat, Sure 18, Vers 86, Sure 79, Vers 3, Sure 79, Vers 30, Sure 88, Vers 20. Du hast dich natürlich auseinandergesetzt mit der Embryologie in Sure 86, Vers 6 bis 7. Du hast natürlich herausgefunden, warum der letzte Satz in Sure 23, Vers 11 bis 14, wer den da reingepackt hat. Du hast dich natürlich sehr damit auseinandergesetzt. Du hast auch herausgefunden, wer in Sure 66, Vers 5 spricht. Das hast du alles herausgefunden. Und dann hast du eine Entscheidung getroffen. Natürlich, klar, also so geht ja jemand vor, der natürlich Ahnung hatte und dann eine Entscheidung trifft. Wie lächerlich klingt das bitte? In der heutigen Zeit, wenn sich jemand für den Islam entscheidet, entweder der ist ignorant oder hat sich bewusst täuschen lassen. Ganz einfach. Entweder er ist hardcore ignorant oder er hat sich täuschen lassen, hat eine Gehirnwäsche bekommen. Es gibt nichts über Jesus Christus. Er ist heilig, der Gerechte, der Wundervolle. Der nicht einfach mal loszieht an der Tür seines Sohnes. Das macht der Herr Jesus Christus nicht. Ja, so sieht das aus. Amir, Gottes Segen. Gottes Segen.
Hast du das letzten Beitrag von Rob Christian gesehen? Wo Ja, was hat er gemacht? er hat Bücher aus dem 10. Jahrhundert gezeigt, islamische Bücher von großen Gelehrten, wo die im 10. Jahrhundert schon in diesen Büchern geschrieben haben, dass sie damals 70 verschiedene Versionen von dem Koran hatten. Im 10. Ja, Jahrhundert schon. du brauchst eigentlich nur Umar ibn Khab und ibn Masud. Wenn du nur diese beiden, 111 von ibn Masud und 116 von Umar ibn Khab. Und Ja, ja. der ibn Masud hat den Koran von Usman niemals akzeptiert. Nein. Er hatte noch 5 Jahre Er war der versteckt. Meister, Urban, er war der Meister, ne, wo er gesagt hat, würde es jemanden geben, der den Koran so gut kennt wie ich, es wäre für mich kein Problem gewesen, dorthin zu reisen, wo man mit dem Kamel sogar dahin käme, wenn man mit Schiff darüber fahren würde. Er würde dahin gehen, um ihn Ja. zu fragen. Ja. Weißt du das? Ich hab ja die Bücher von Ibn Kathir zu Hause über die Koranzusammenstellung. Und in dem Von Buch Ibn von Ibn Kathir. Kathir, ja, genau. Der hat ein Buch geschrieben über Ibn Kathir. Der schreibt in seinem Buch, dass Ibn Masud die Ehre hatte, eine Sure, die gerade offenbart wurde, als Erster aufzuschreiben. Und er fragt noch so Mohammed, Mohammed, soll ich wirklich als Erster die Sure aufschreiben? Er sagt, ja, du darfst zuerst. So eine Ehre hat er bei Mohammed. Hammer. Ehrlich. Ja, ich wollte nicht nur fragen, ich will dich nicht lange stören, ob du das von Rob Christian Nein. gesehen hast, weil das war verrückt. Hat er ein neues Video rausgehauen? Na, der hat ja eine eigene Gruppe, er hatte eine eigene Gruppe und da hat er diese Bücher und diese Screenshots und diese Übersetzungen gepostet aus dem 10. Jahrhundert, dass sie 70 plus steht da, Version vom Koran hatten. Im 10. Jahrhundert. Die wussten ja auch nicht mehr, welcher Koran der richtige war. Ja. Kann ich dir das irgendwie schicken? Willst du das haben? Ja, kannst du machen. Wie aber? Wie? Ja. Wie soll ich dir das schicken, Amir? Du kannst mir das hier auf Dings schicken. Hier auf, sag mal schnell. Auf TikTok. Ja. Aber da kann ich keine Dings schicken, da kann ich dir keine Bilder schicken. Ja, du kannst, ach so, du kannst keine Bilder schicken, da musst du gucken, wie du das machst. Eventuell schicke ich dir einen Link von irgendwo, da kannst du mir das darüber schicken. Ja, irgendwas, auf jeden Fall. Wär nicht schlecht, wenn du das mal hättest. Ja, Okay. kann ich mal eine witzige Story erzählen? Ich war gerade live und da war ein Muslim da, er hieß Saifullah und er hat sich darüber beschwert, dass wir in Europa FKK-Strände haben und anstatt über den Islam hetzen, sollen wir darüber reden. Und Pädophilie. Dann habe ich in dieser Fatwa zitiert mit 6058, dass Pädophilie ja bei ihm erlaubt ist. Er hat gesagt, hast du das nicht mitgekriegt? Ich habe gesagt, ich lebe meine Religion in allen Formen, ich nehme das an. Also er beschwert sich über FKK-Strände, aber ist damit konform, dass man bei ihm Babys auseinandernehmen darf. Heftig, ne? So ein Ja. Doppelmoral. Ja, heftig. Gut, Lächerlich. Amir, Gottes Segen, danke für deinen Dienst. Du weißt, du bist der Okay. Beste. Bis dann, ciao. Oh nein, Jesus Christus ist der Beste. Pass auf dich auf. Der Jesus passt auf mich auf. Amir, Ja. grüße dich. Gottes Segen und Gottes Schutz auf all deinen Wegen. Ich liebe dich, Bruder. Du bist der Beste. Amir, ich wollte dir mitteilen, gestern habe ich mich dazu ermächtigt gesehen, in den Dienst des Herrn zu treten, hier auf TikTok. So wie du, nur anders. Wer hat das Bei gemacht? Du? mir, ich ja, ich errichte einen Christen Safe Place für neugeborene, wiedergeborene Christen und jeder, der Kraft tanken möchte. Bei mir wird Bibel gelesen, nicht diskutiert, nicht debattiert. Nur Liebe und einfach Christlichkeit untereinander ausgetauscht. Und du bist jederzeit gern bei mir herzlich eingeladen, zu tanken oder einfach ja, mit dabei zu sein. Und Ja, das wird, danke dir vielmals. ich erwarte, dass das richtig, richtig, richtig toll wird. Und das wollte ich dir nur mitteilen.
Ich habe mich jetzt lange, ja, aber noch nicht lang genug, aber ich schule mich täglich weiter. Ich lese so viel in der Bibel und ich liebe den Herrn und ich liebe es, dir zuzusehen, weil man spürt richtig die Kraft, die von dir ausgeht. Und mach weiter so. Du sollst auf ewig geschützt sein vom Herrn. Amen. Ja, und jetzt noch mein Kamelurin-Song. Nein. Nein, Spaß. Okay, nein. Mach's gut, gell? Ciao, ciao. Mein Kamelurin-Song. Der ist an die Decke gegangen, hä? Kamelurin. Kamelurin-Song. Da haben die direkt Heimatweh bekommen mit Kamelurin. Ja, aber in der heutigen Zeit, wenn sich jemand wirklich sagt. Was mich traurig macht, Bruder. Die Menschen, Bruder, verändern wegen schon damals, wegen Gier, wegen Macht, wegen das. Schriften sind verschwunden, man weiß gar nicht, was ist was. Am Ende kann jeder für sich irgendwie. Und was auf was, der da kommt? Der hat komplett das Thema geändert, alles. Das ist ein Typ. Bruder, red ruhig, dann. Wir können auch über mein Thema bleiben. Ich wollte nur erklären, Bruder, was ich dir sagen will, ist, Bruder, Gottes Botschaft. Amin, wie wird man die Vergebung denn sicher erlangen im Islam? Vergebung. Guck mal, Bruder. Nach meinem Verständnis ist es ganz klar. Es gab immer nur dieselbe Botschaft. Lassen wir diese Kleinigkeiten Schweinefleisch erlaubt, nicht erlaubt. Wie werde ich, Habib, bitte. Ganz kurz und bündig. Wie vergibt Allah mir sicher? Du weißt doch, dass jeder Muslim einfach nur sagen muss, Inshallah, ich weiß nicht, ob ich gerettet werde. Kein Muslim weiß ja, ob er gerettet wird oder nicht. Wenn du mich so fragst, ich sage, bete zu Gott, mach gute Liebe deinen Nächsten und somit hast du gute Chancen, dass Gott dir vergibt. Aha, gute Chancen, aber nicht sicher, ne? Ja, Bruder, wenn ich von sicher rede, Bruder, dann sage ich was mein Herz sagen will. Okay, aber, so, jetzt haben wir das schon mal. Siehst du, wir kommen Stück für Stück weiter. Also du sagst, dass dieser Allah den Leuten vielleicht vergibt, weil man einige Sachen machen muss, damit Allah dann besänftigt ist und dann dir irgendwie vergibt, vielleicht. Ne? Wenn man von Vergebung redet, dann muss man ja davon reden, dass jemand, der gläubig ist, dass jemand Gläubigen vergeben wird. Weil jemand Ungläubigen, das passt ja dann nicht. Wir reden ja von jemandem Gläubigen. Und jemand, der gläubig ist, Bruder, der sollte einfach seinem Herrn gedenken, zu seinem Herrn beten, so wie es Jesus gesagt hat, Bruder. Okay, Habib, habe ich verstanden. Jetzt hat er das alles gemacht. Kommt er sicher ins Himmelreich? Weiß ich nicht. Sehr gut. Weiß ich nicht. Das wollte ich hören. Weiß ich nicht, genau. Kein Muslim weiß, ob er sicher ins Himmelreich kommt. Auch wenn er 50 Millionen Mal betet, auch wenn er Pilgerfahrt macht, auch wenn er Zakat gibt, auch wenn er Hajj macht, auch wenn er schnell fastet. Er weiß es nicht. Okay, guck mal, Bruder, wenn Jesus jetzt... Habib! Nein, nicht guck mal, Bruder. Jetzt müssen wir herausfinden, gibt es eine Methode, um sicher ins Himmelreich von Allah zu kommen? Warum müssen wir das herausfinden, Bruder? Es gibt Offenbarungen, wo Gott uns bei Jesus und bei Mohammed sagt, was wir zu tun haben, Bruder. Du suchst gerade nach einer Sicherheit. Ja, Bruder, Habib. Folg Jesus. Ein gläubiger Mensch kann doch nicht mit vielleicht leben, mein Lieber. Bruder, du kannst das vielleicht nicht. Das ist deine Meinung, Bruder. Aber folg Jesus, Bruder. Folg einfach Jesus. Sogar Jesus hat mit einem Fleisch gelebt. Als er gefragt worden ist, wann ist der jüngste Tag, weiß er nicht. Vielleicht dann. Mein Herr Jesus Christus sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Verstehst du, was das heißt? Wir reden gerade vom jüngsten Tag, ob er gewusst hat, wusste er nicht. Und damit ist Leben ja, natürlich, auch der Herr Jesus Christus ist ja auch Mensch geworden. Aber der Herr Jesus Christus gibt ja auch ewiges Leben. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Wenn du also an den Sohn Gottes glaubst, so wirst du niemals verloren gehen. Du wirst immer mehr in der Finsternis wandeln. Das ist ein Versprechen. Guck mal, kennst du die Hallo. Wie wird man denn im Islam sicher gerettet? Hey, Bruder, guck mal,
woher soll ich wissen, wie man... Guck mal, ist egal, ob im Islam oder im Evangelium, Bruder, du kannst dir nicht sicher sein. Kannst du mal antworten? Gibt es eine Methode, wie man sicher ins Himmelreich von Allah kommt? Beantworte ich dir nochmal, jetzt zum zweiten Mal. Weiß ich nicht. Du hast gerade gesagt, schön, weiß okay. ich nicht. Ich habe dir doch eben die Sure 9, Vers 111 gegeben, wo du mit Allah einen Vertrag eingehen kannst. Du nimmst am Dschihad teil, du bringst die Kuffar um und du wirst selber umgebracht und dann gehst du das Tauschgeschäft mit Allah ein. Du tauschst deine Seele gegen das Paradies ein. Also du meinst jetzt, wenn du im Kampf für Gott stirbst, dann gehst du sicher ins Paradies ein. Das ist das, was Gott sagt. Wenn ihr sterbt für mich im Glauben, dann habe ich für euch die Karte im Paradies. So, das ist das, was Gott sagt, ja? Ja, genau. Okay. Und jetzt, was ist deine Frage jetzt? Ja, ist das der Teufel oder ist das Gott? Bruder, das ist doch ganz klar Gott, Bruder. Was? Das ist doch, Bruder, wenn man sagt, nochmal, wenn man einem das Recht gibt, den Glauben an unserem Schöpfer, der, warum du überhaupt lebst, atmest, deine Mama, Vater sehen kannst, mich hören kannst, meine Mama sehen kann, den Bruder zu verteidigen, im Krieg gegen Leute, die den verleugnen. Beleiden. Hier geht's nicht um Verteidigung. Oh. Nochmal, du Kamelo-Fetischist. Bruder, hier geht es um Verteidigung des Gottes. Hier geht es darum, dass Allah mit dir einen Vertrag eingehen möchte. Was für Verteidigung, du Il... Oh, siehst du, Bruder? Man wird schon beleidigend. Schön. Okay, ich danke dir von ganzem Herzen für Kamelo-Fetischist. Dankeschön. Vielen Dank. Was für Verteidigung, wir sind ihn, ist der verrückt oder was? Du kannst mit Allah ein Tauschgeschäft eingehen, du setzt deine Seele ein und dann wirst du im Gegenzug, wirst du dann eine Vergebung von Allah bekommen und zwar mit deinen 72 Jungfrauenbelohnungen wirst du bekommen. Der redet von Verteidigung, wir reden hier überhaupt gar nicht von Verteidigungskämpfen und sowas, nein. Der Allah will von dir deine Seele, so, du setzt sie ein und dann wirst du dann sicher ins Himmelreich von Allah eingehen. Wie kann man den Vers denn so missverstehen? Das ist ja Quatsch. Das kann ja ein 13-Jähriger verstehen. Der braucht das nur zu lesen, du wirst sofort merken. Oh, was ist los? Wann kommt deine Shisha-Bar endlich? Ja, Shisha-Bar bald. Du wirst mein Ehrengast sein, hab ich doch gesagt. Ja, ich warte immer noch, Dicker. Ja, wie hast du denn den Vers verstanden mit Sure 9, Vers 111? Mal gucken, ob du das hinkriegst. Kannst du den bitte rezitieren? Ja. Allah hat von den Gläubigen ihre eigene Person und ihren Besitz dafür erkauft, dass ihnen der Paradiesgarten gehört. Sie kämpfen auf Allahs Weg und so töten sie und werden getötet. Das ist ein für ihn bindendes Versprechen in der Wahrheit, in der Tora, dem Evangelium und dem Koran. Und wer ist treuer in der Erfüllung, in der Einhaltung seiner Abmachung als Allah? So freut euch eures Kaufgeschäftes, das ihr mit ihm abgeschlossen habt. Denn das ist der großartige Erfolg. Heftig, ne? Ja, was ist jetzt daran so verkehrt? Ach, du siehst daran nichts Verkehrtes, dass Allah deine Seele abverlangt. Wenn du auf dem Wege Allahs stirbst, kommst du ins Paradies. Was ist daran so verkehrt? Ah, sehr gut. Also das ist die einzige Möglichkeit, sicher ins Himmelreich zu kommen, ne? Nein, keine Ahnung. Ob es die einzige Möglichkeit ist, das weiß ich nicht, aber... Ja, aber der Allah sagt ja in Sure 66, Vers 8, vielleicht werde ich euch vergeben. Vielleicht, Allah weiß noch nicht. Also, wenn er einen guten Tag hat, dann wird er euch vielleicht vergeben. Vielleicht. Nein. Kommt drauf an, ob du um Vergebung gebetet hast. Nee, das spielt keine Rolle. Lass mich mal ausreden, hör doch mal zu. Du stirbst auf dem Weg Allahs im Dschihad. Was ist daran verkehrt? Und dann kommst du ins Paradies. Ah, du kommst ins Paradies mit Dschihad, richtig? Aber du kannst nicht einfach so in den Dschihad gehen. Du kannst jetzt nicht einfach hier denken, ja, ich gehe jetzt in den Dschihad. Warum denn nicht? Geht nicht. Warum nicht? Erzähl mal, warum. Weil es nicht so leicht ist, da reinzukommen. Du musst schon dafür Voraussetzungen haben. Also muss man einen Vertrag ausfüllen erstmal, ne? Und dann abwarten, bis sie dich dann nehmen, ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Im Dschihad-Camp, oder was? Sag jetzt mal, Wala, nimm dich. Was für ein Schrott, der Lava, ne?
komm und fülle erstmal den Vertrag aus und dann mal gucken, ob du geeignet bist, um in Himmelreich von Allah reinzukommen. So kaputt. So fertig kann doch keiner mehr sein. Servus. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ja. Darf ich dich was bitten? Was willst du mich denn bitten? Und zwar, du hast doch bei deinem Dings, wenn man so scrollt, steht da Ex-Moslem und unten drunter steht, Jesus ist Gott, Allah ist Satan. Schreib das bitte weg, Mann. Also ich bitte dich sogar drum. Warum? Allah ist ja Satan. Nein, das stimmt nicht. Soll ich das beweisen? Ich hab dir, schau mal, ich höre dir öfter zu. Manchmal bin ich sauer, aber ich werde dich jetzt hier nicht angreifen, weil ich bin nicht so einer. Ich ja, aber hast du denn keine Bedenken, dass wenn ich das so dir zeige und sage und zeige, wo das verzeichnet ist, dass du so selber sagst, ja, der Arme hat recht. Wie Allah macht er dasselbe wie Satan. Ja, aber du sagst, du bist Ex, du warst mal, also du warst mal Moslem, oder? Deswegen bist du jetzt Ex-Moslem. Darf ich dich fragen, was dich dazu geführt hat, dich zu umzuändern? Würdest du mir das beantworten? Die Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi hat mich davon überzeugt, weil das historisch bewiesen ist. Somit fliegt der Allah und seine Religion auseinander. Allein nur diese Tatsache reicht aus. Selbst die größten Bibelkritiker geben zu, ja, Jesus Christus wurde gekreuzigt. Da gibt's nichts dran rumzurütteln. Okay. Und dann, wenn wir uns die Geschichte im Koran angucken, dann sehen wir, dass Allah so der übelste Täuscher und Betrüger ist. Nein, das stimmt nicht. Doch, da muss man die Gelehrten fragen. Aber schau mal, darf ich was sagen? Ich bin Moslem, Alhamdulillah, und ich glaube auch an Jesus genauso und an alle anderen Propheten auch. Falschen Jesus. Ich habe noch nie von einem Menschen gehört, also von einem Moslem, der irgendwie über Bibel irgendwas Schlechtes gesagt hat. Zum Beispiel, es werden doch Koran verbrannt, gell, heutzutage. Man sieht ja im Fernsehen, oder? Aber dein Koran sagt doch die ganze Zeit voll die Schlimme über Bibel. Ja, aber es wird ja verbrannt. Ja. Und hast du jemals gesehen, dass irgendein Moslem Bibel oder das andere Buch von Dawud oder von Moses verbrannt hat? Das machen wir nicht, weil wir genau wissen... Habib, ich gebe dir noch was Besseres. Die Al-Azhar-Universität sagt und gibt den Muslimen eine Anleitung und sagt ihnen im Unterricht, ihr könnt die Tora und das Evangelium Seiten rausreißen und euch den Hintern damit abwischen. Ist das besser? Wurde das gemacht, oder wie? Die geben dir Anleitung. Du kannst es ruhig machen, als Toilettenpapier benutzen. Also ich habe das noch nie gesehen oder gehört. Also sonst würde das doch... Weil du dich nicht damit auseinandergesetzt hast. Das ist das große Problem. Okay. Und deswegen werde ich niemals diese Religion respektieren aufgrund solcher Tatsachen und aufgrund, weil Allah im Koran die ganze Zeit die Bibel angreift, unseren Glauben schlecht macht und behauptet, dass Gott ein totaler Versager wäre, der nicht in der Lage wäre, sein Wort vor Verfälschung zu beschützen. Was ist das denn bitte? Ja, aber das waren ja die Menschen mit Verfälschung, sondern nicht der Gott selber. Warum war denn Allah, um die Menschen aufzuhalten? Aber schau mal, darf ich jetzt was dazu sagen? Stärker als Allah? Okay, ich weiß nicht, wie du heißt, ich sag mal Ex-Muslim, weil ich weiß deinen Namen jetzt nicht. Ich höre dir schon öfter mal zu, bin halt nie dazu gekommen, dass du mich da dran nimmst. Ich sag mal so, Allah hat uns alle mit unserer eigenen Willen erschaffen. So wie du dich jetzt umgeändert hast vom Muslim auf Ex-Muslim. Im Islam gibt es keinen freien Willen, ihr glaubt an Qadr, an Schicksal. Ja, schau, wenn du an Qadr glaubst, wenn du an Qadr glaubst. Habib, Allah hat schon vorher bestimmt, wie viel Sinner du machen musst und wie viel Ehebruch du begehst. Nein, Allah, das kommt mit meiner eigenen Wille. Nein, das kommt mit meiner eigenen Wille. Soll ich das zeigen? Ja, aber vom Koran, nicht vom Bibel. Von deinem Hadith, weil dein Prophet da sagt. Okay, von welchem Buch? Von welchem Buch? Vom Hadith? Sahih Bukhari. Okay, sag ich. Du siehst ja, ich respektiere dich, weil wenn ich dich jetzt angreife, ist es so, dass ich eigentlich gegen Allah spreche sozusagen, weil ich muss deine Meinung genauso akzeptieren. Ich werde dich auch nicht hier nochmal überreden, Moslem zu werden, ist ja klar. Jedem seine Wille. Schau, da kommt jetzt die Wille. Soll ich denn eine Religion folgen, wo ich doch herausgefunden habe, dass der Islam Quatsch ist, Mann? Ja gut, ich sage ja, ich respektiere dich, deswegen bitte schrei mich jetzt nicht an, also ich schrei dich ja auch nicht an. Deswegen sag mir dieser Hadith, ich warte auf dich. Ja. Du siehst ja, ich respektiere dich, ich bleibe auch ganz ruhig, natürlich würde ich dich auch nie angreifen. Ja, warum sollst du das denn machen? Nein, um Gottes Willen, nein, mache ich auch nicht. Wieso sollte ich das auch machen? Ich meine, das ist deine Entscheidung, deswegen respektiere ich, weil das deine Entscheidung ist. Bevor ich suche, ihr Lieben, habt ihr den Hadith da? Also wie gesagt, ich erzähl mal kurz, du suchst und ich erzähl dir, okay?
Ja, warte also, mal ganz kurz, bevor ich hier suche, weil ich bin am Fahren. Ja, ja, dabei, hat dabei den Hadis da, das. Sonst muss ich den selber suchen. Darf ich dabei sagen? Warte ganz kurz. 6, 6, 1. Aber geht's da um die Wille, oder? Geht's da um die Wille, oder? Ja. Okay. Ich warte. Ich sag also mal so, ich habe jetzt kein Buch vor mir liegen. Das mit Adam und Moses wurde miteinander argumentiert. Da wurde Allah sagt, dass er in die Herzen der Menschen schon aufgeschrieben hat, wie viel Ehebruch und wie viel Sünde sie begehen müssen. Müssen. Nicht müssen. Guck mal, wow. Hier. Schmeißt du mich bitte, schmeiß mich nicht raus. Ich will noch kurz bei dir. Nein, schau mal. Jetzt wird schon Leute. Warte einen Moment. Du siehst ja, ich respektiere dich. Deswegen würde ich von dir mal so ein paar Sachen sehen, weil das Problem ist, manche Menschen nehmen das etwas, was sie lesen, falsch wahr. Das hat auch mit der Wille was zu tun. Natürlich, Allah weiß, wann die Welt untergeht, wann die Menschen was machen. Das meine ich genauso. Gar nicht. Das meinen wir gar nicht. Ich habe schon verstanden, was du meinst. Nein. Ich habe wirklich verstanden, was du sagst. Natürlich. Dazu wollte ich hier was sagen. Ja. Ich habe jetzt kein Buch vor mir liegen. Ich bin auch kein, du bist ja, verstehst du Arabisch, oder? Ich bin ja kein Alim, also sozusagen so Besserwisser. Weißt du, wie ich meine? Du sagst ja, Allah hat vorher bestimmt, wie viel Zina du machst, wie viel das und jenes machst und was weiß ich, Alkohol trinkst. Natürlich, ja. Allah wusste, wo er dich erschaffen hat, wusste auch, was du anstellst, bis du stirbst. Ja, aber er hat dir dazu auch deine eigene Wille gegeben, indem du das gemacht hast, ob du um Vergebung bittest. Wieder. Natürlich, das ist es ja. Okay, ich gehe mit Pierre Vogel. Kein Problem, Mr. Vogel. Ich warte mal darauf, dass... Kein Problem, lass uns mal kurz mit der Argumentation durchgehen. Kein Problem. Der Thomas hat gesagt, oh mein Gott, mein Herr, oh mein Gott. Und dann auf einmal macht er das hier. Fällt ihn und betet ihn an. Ja, warum betet er ihn dann an? Warum wirft er sich denn vor ihm nieder und betet ihn an? Prosconio. Anbeten, Lobpreisen. Das ist es ja. Ich warte irgendwie noch mal drauf, dass jemand Pierre Vogel fragt, ob die Jungfrauen noch da sind, weil ja Hugh Hefner gestorben ist oder sowas. Ja. Und wie er dann argumentiert. Ja, es tut natürlich einem leid, ne, weil er einen Fehler begangen hat. Und der ist natürlich sehr hochmütig, sehr stolz. Der hat natürlich sehr viel Stolz, Hochmut in sich und er möchte sich natürlich keinen Fehler eingestehen. Ist ja klar, der Mensch ist so. Der Mensch möchte sich nie einen Fehler eingestehen. Er will immer nur zeigen, dass die anderen Fehler haben. So ist der Mensch. Verstehst du? Ja, ist leider so. Ja. Aber du meinst, Pierre Vogel hat schon lange erkannt und sucht jetzt einen Weg raus, oder? Ich bin davon fest überzeugt. Nein, ich glaube nicht, dass er irgendwie rauskommt. Ich glaube, der Herr hat auch sein Herz verhärtet. Ich denke, dass er in seiner Zeit, ist er jetzt 20 Jahre oder was, ist der Muslim. Ich für meinen Teil glaube oder bin der Meinung, dass er schon auf Dinge gestoßen ist, die ihn wirklich zum Zweifeln gebracht haben. Warum sage ich das? Weil er Arabisch lesen und sprechen kann. Er ist also mächtig genug, in die arabischen Quellen einzutauchen und den Wahnsinn zu lesen, was seine Tafside, seine Gelehrten sagen, seine Großgelehrten über solche sinnlosen Themen da sprechen. Ne? Und da muss er natürlich schlucken. Ne? Und die Gelehrten haben dem Islam natürlich einen riesen Krater verpasst. Deswegen siehst du natürlich, dass diese Dawa-Teams, die wir heute haben, sogar ihre eigenen Großgelehrten unter den Busch schmeißen, solange es dem Islam dient. Ne? Also sie sind unehrlich. Sie akzeptieren nicht alles. Das ist das. Er sagt ja, er folgt den Gelehrten und er würde die und die Hadiths anerkennen und zitiert sie ja auch alle, tut dann aber trotzdem, wenn irgendwelche Sachen kommen, die ihm nicht passen, so naiv. Ja genau, so ist das. Ja. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Okay, Gott segne dich. Mach's gut. Ja, wundervoll. Beide Widersprüche nicht genehmigt. Live-Sichtbarkeit ist eingeschränkt. Live altersbeschränkt. Wundervoll. Super TikTok, ey. Hallo zusammen.
Mrs. Nurjan, ich bin durch. Du bist jemand, der einem Menschen folgt, der ein 6-jähriges Kind geheiratet hat und mit 9 Jahren ihre Unschuld genommen hat und du nennst mich durch. Gottes Segen auf dich und deine Familie, Amir. Dich auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Ich wollte, vielen Dank, ich wollte nur kurz ein Statement abgeben. Ich war... Hört mich noch? Ja, man noch? Ja. Ja, ich war orthodox, serbisch orthodox und seit ich deine Videos halt angeschaut habe, ich danke dir und natürlich auch natürlich erst den Herrn Jesus Christus. Ich bin ein Neugeborener, Wiedergeborener. Wundervoll. Ich wollte mich nur bei dir und beim natürlich an erster Stelle an bei Jesus Christus bedanken. Ich verfolge dich schon seit, ich denke mal 10 Jahre, seit du damals mit dem anderen Typen, den möchte ich jetzt nicht erwähnen, du weißt wen, ja. Ihm und Reza, diese ersten Videos, wo du da einen Typen da konfrontiert hast mit der Suche 65 Vers 4 und er partout nicht antworten wollte. Das fand ich sehr lustig. Dann habe ich mich halt mehr beschäftigt. Ich war ja gläubig, orthodox und so, alles schön und gut. Aber dann habe ich gesehen, dass Jesus nur Gott sein kann, denn er sagt es ja nicht nur in Offenbarung 21,7, sondern auch in da und in so vielen Versen bestätigt er die Göttlichkeit, gell? Und das, super Arbeit. Vielen Dank, den Herrn und dir. Lieber, ja. Und ich wünsche noch einen stressfreien Tag und danke dir. Viel Spaß. Danke, ja, ciao. Oh, danke, Carlos. Vielen lieben Dank für diese ganzen Geschenke, ihr Lieben. Ne? Danke, danke von ganzem Herzen. Möge der Jesus Christus euch das zehnfache. Gottes Segen auch mir. Auch dir Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne euch und Gott segne dich und deine Familie. Ich danke dir. Also ich habe mich einfach mal so gefragt, wenn die Frauen zum Beispiel den Koran lesen und die stoßen ja dann auch automatisch auf diese ganzen Verse, ne? Von wegen hier Sure 4, Vers 34 oder Sure 33, Vers 50. Ja, du musst mal diese Mrs. Nurjan mal fragen. Sie ist Muslima, was hält sie von einem Vers, wo drin steht, dass Gott erlaubt, sie zu boxen, wenn sie widerspenstig ist? Ja, das sind alles so Beispiele. Da denke ich mir halt, also wenn die das lesen, was für ein Gefallen und was für ein Benefit sehen die denn da in der Sache? Da muss man doch eigentlich nur als normaler Mensch doch hinterfragen, ist das eigentlich von einem Gott oder ist das vielleicht sogar von einem Mann geschrieben worden, dass dann halt die Vorteile quasi für den Mann so dargestellt werden und dann die Frau so quasi untertanig dargestellt wird. Ich kann das einfach nicht verstehen und das zieht sich durch den ganzen Koran, durch die ganzen Hadithe und die ganzen Muslimas. Ich frage mich, also ich weiß nicht, warum die das nicht mal hinterfragen und mal der Sache nachgehen, ob sowas wirklich von einem barmherzigen Gott kommen kann. Ja, guck mal, man muss die fragen, ne? Sahih Bukhari, Band 3, Buch 48, Hadith 826. Abu Said al-Khudri berichtete, der Prophet sagte, ist das Zeugnis einer Frau nicht halb so groß wie das eines Mannes? Die Frauen sagten ja. Er sagte, das liegt an der geistigen Unzugänglichkeit der Frauen. Also er sagte, Mohammed sagt, Nurjan ist ein Idiot. Heftig, ne? Nurjan ist in den Augen von Mohammed ein Idiot, das war's. Und sie sagt, oh, Islam ist schön. Wie kann man nur? Wie geht sowas? Ganz ehrlich, also das geht zum Beispiel nicht in meinen Kopf rein. Wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist vielleicht mal so ein Vers, wo man vielleicht zweideutig, wo man vielleicht das von verschiedenen Perspektiven beurteilen kann, dann lässt sich mal drüber streiten. Aber es gibt so viele verschiedene Sachen und auch das, was im Paradies abgeht. Was hat die Frau denn davon, wenn jetzt zum Beispiel schwellende Punkt, da erst einmal für die Männer da sind? Was ist der Benefit, wenn die Frau sich den Koran aufschlägt und jetzt, sagen wir mal, auf Arabisch oder auf welche Sprache auch immer das durchliest? Was geht denn durch ihren Kopf? Der sagt ihr dann einfach, ja, super, finde ich super. Zieht euch das mal bitte rein, Leute, was Imam As-Suyuti sagt. Ihr könnt mal seinen Namen googeln. Imam As-Suyuti. Al-Suyuti. Guck mal hier, was er sagt. Das ist ein riesen sunnitischer Gelehrte, der Imam As-Suyuti. Wenn eine Frau eine ihrer zum Kochen und die andere zum Braten anbietet, wird sie ihren Verpflichtungen gegenüber ihrem Ehemann immer noch nicht nachkommen. Und außerdem würde sie, wenn sie ihrem Mann auch nur einen Augenblick ungehorsam wäre, in den untersten Teil der Hölle geworfen werden. Es sei denn, sie bereut und kehrt um. Siehst du, in was für eine Lage sie gebracht wird, die Muslima? Pass mal auf, jetzt geht's weiter. Wenn der Blut, Eiter aus der Nase des Mannes rausströmen würde und die Frau sie mit ihrer Zunge ablecken würde, wäre sie immer noch nicht in der Lage, seine Rechte an ihr zu erfüllen.
Schau dir das mal an. Und ja, wir haben Millionen von Muslimas, die diesen Müllhaufen noch verteidigen. Unglaublich. Ja. Dazu kommt natürlich immer noch, dann, da sieht man natürlich hier bei TikTok gerade auch, oder halt, dass dann halt die und einer oder anderen Muslimas dann so konvertieren, aber die wissen, ich weiß, die haben gar nicht diesen Background, was sie da tun oder was überhaupt für die Frauen überbleibt im Paradies und so weiter. Von daher, also wie gesagt, hab da eigentlich wenig Verständnis für. Ne? Und wie gesagt, im Paradies geht's ja dann weiter. Also die Sache einmal, was im Koran steht, was auf der Erde halt den Frauen zusteht und oder beziehungsweise den Männern eigentlich viel mehr. Und dann geht's im Himmel dann im Himmelreich weiter. Und dann frage ich mich, welche Muslime kann das dann halt vertreten, dass das ethisch ist, dass das moralisch ist, etc. Und da sollte sich eigentlich jeder Muslime mal trotzdem, unabhängig davon, ob ich jetzt Christ bin oder ob ich jetzt Atheist bin, einfach im Kern der Sache einfach mal hinterfragen, ob das wirklich von Gott kommen kann. Natürlich, das ist heftig. Also man muss alles kritisch hinterfragen. Du musst den Glauben musst du auf den Prüfstand schicken. Hält er den ganzen kritischen Standpunkten halt? Also kann er halten den kritischen Standpunkten, dann ist das okay. Aber wenn der Islam die kritischen Standpunkte nicht halten kann, warum soll ich dem dann noch folgen? Wenn das alles auseinanderfliegt, warum? Amir, kennst du das doch, Amir? Wenn man zum Beispiel sagt, ja, Aisha war 6 Jahre alt, dann sagen die erstmal, ne, die war 9, die war 12, dann von wegen waren die damals anders reif und keine Ahnung. Die kommen immer sofort, anstatt erstmal sich mit der Sache zu beschäftigen, ja, aber guck mal Rebecca, aber guck mal dies, aber guck mal das, anstatt erstmal vor der Haustür zu kehren und vielleicht mal erstmal zu gucken, was ist denn überhaupt da dran und wo steht das drin und ist das wirklich mit 6 Jahren so und ist das überhaupt noch ein ethisches Vorbild? Nee, Rebecca war so und dies und jenes. Das ist immer die gleiche Leier von denen, Amir. Ja. Das Heftigste ist, sagen die zu mir, diese Muslime sagen die, durch Mohammed haben wir Frauen unsere Rechte bekommen. Nein, ihr seid nicht gleichgestellt. Denn vor dem Islam waren die Frauen gleichgestellt. Achtung, ich zitiere, Sahih Bukhari, Band 3, Buch 42, Hadith 648. Abdullah bin Abbas berichtete, wir, die Leute von Quraysh, hatten früher Autorität über Frauen. Aber als wir kamen, um bei den Ansar zu leben, stellten wir fest, dass die Ansar-Frauen die Oberhand über ihre Männer hatten. Also über unsere Frauen begannen, die Gewohnheiten der Ansari-Frauen zu übernehmen. Einmal schrie ich meine Frau an und sie zahlte es mir mit meiner Münze zurück und es gefiel mir nicht, dass sie mir antworten sollte. Heftig, ne? Also die Frauen haben den Männern so gezeigt, wo der Hammer hängt, nach dem Motto. Und als Mohammed dann Prophet wurde... Ja, ich sag ja nur vor Gericht, welche Stimme, wie viel Stimmen, wie viele Stimmen eine Frau hat, wenn ein Mann hat, ne? Ich muss kurz Affenkotelett mal stumm schalten, warte mal. Ja, die muss leider raus hier. Die geht mir langsam tierisch auf den Nerven. Die denkt so, wir leben in einem Scharia-Staat. Ja. Wo wir unseren Mund verbieten lassen, weißt du? Das ist mal doch das Beste, dass wir uns in einem christlichen Land, da vorheizen müssen, was wir zu tun haben und was nicht. Das ist schon heftig mit Scharia-Polizei und dies und jenes. Und das ist schon heftig. Man muss schon echt da so, sich ein bisschen da jetzt langsam dagegen stellen, weil sonst überrollen die dich damit. Deren Wüstenreligion. Ich werde das gleich auf WhatsApp nochmal für euch anpinnen, ihr Lieben. Also bei WhatsApp-Kanal habt ihr diese ganzen Aussagen gegenüber der Frau. Guck mal hier. Aisha selber sagte, dass Mohammed sie zu Kötern gemacht hat. Guck mal hier. Aisha erzählte, also wo finden wir das? Sahih Bukhari. Ich sag das langsam. Sahih al-Bukhari, Band 1, Buch 9, Hadith 490. Sahih al-Bukhari, Band 1, Buch 9, Hadith 490. Aisha erzählte, die Dinge, die Gebete annullieren, wurden vor mir erwähnt. Sie sagte, das Gebet wird von einem Hund, einem Esel und einer Frau annulliert, wenn sie vor einem betenden Menschen vorbeigehen. Ich sagte, du hast uns, das heißt die Frauen, zu Hunden gemacht. Ich sah den Propheten beten, während ich in meinem Bett zwischen ihn und der Kibla lag. Wann immer ich etwas brauchte, schlüpfte ich davon, denn das gefiel mir nicht. Stelle dich ihm. Ja, und dann hast du hier noch weitere Aussagen, wo sie sagt, du hast uns Frauen zu Hunden und Eseln gemacht oder hast uns mit ihnen verglichen. Aisha erzählte die Dinge, die im jährlichen Gebet von mir erwähnt wurden und das waren ein Hund, ein Esel und eine Frau. Ich sagte, du hast uns Frauen mit Eseln und Hunden verglichen? Heftig, ne? Absolut. Naja. Ja. Amir, wie gesagt, wünsche dir Gottes Segen. Vielen Dank für deine Arbeit. Ich folge dir schon seit... einiger Zeit und auch Gottes Segen an alle, die hier im Stream sind. Ja. Und dir auch, mein Lieber. Gott segne dich. Mach's gut. Ciao.
Ich habe es sogar noch extra langsam vorgelesen, dass ihr wenigstens das aufschreibt. Egal, ich mache das gleich im WhatsApp-Kanal. Ich will, dass ihr immer diese ganzen Beweise da, wenn ihr mit Muslimas am Reden seid oder Muslime, ne, weil sie labern ja euch irgendeinen Quatsch dahin und sagen, der Islam hat uns unsere Rechte zurückgegeben. Wir Frauen werden behandelt wie Perlen und so. Das kennt ihr ja, diese ganzen behämmerten Aussagen. Ich bin ja am Gucken, am Searchen. Die gucken mich hier an. Manchmal vergesse ich, dass sie mich so anguckt. Ich gucke so, ich denke so. Ich gucke einfach für mich, aber dabei bin ich live und einfach vor 600 Leuten. Mein Gott. Manchmal, ich vergesse das einfach. Ich denke so, da sind 5 Leute drin, aber da gucken mir so fast 600 Leute, manchmal 1000 Leute zu. Ey. Unglaublich, ey. Der ist auch heftig. Schaut euch den mal an. Schaut euch das mal an. Omar ibn al-Khattab war einmal gerade am Reden, als seine Frau sich dazwischen warf. Also sagte er zu ihr, du bist ein Spielzeug. Wenn du gebraucht wirst, rufen wir dich. Das ist nach Mohammed der gerechteste Mensch, der je gelebt hat. Omar ibn al-Khattab. Hört euch nochmal bitte die Aussage an. Omar war einmal gerade am Reden, als seine Frau sich dazwischen warf. Also sie sprang so davor und hat versucht, sich so einzumischen im Gespräch. Also sagte er zu ihr, du bist ein Spielzeug. Wenn du gebraucht wirst, rufen wir dich. Im Al-Musannaf Band 1, Teil 2, Seite 223. Muhammad sagte, die Frau ist ein Spielzeug. Wer sie nimmt, soll sich um sie kümmern oder sie nicht verlieren. Deswegen sagt der Koran ja auch in Sure 2, 223, eure Frauen sind euch ein Saatfeld. Geht wann auch immer ihr wollt zu eurem Saatfeld und beglückt euch. Ist kein Problem, entleert euch, denn sie sind ein Saatfeld. Also so wie Bundeswehrmatratzen oder was. Entschuldigung. Traurig, das ist traurig, das ist wirklich traurig. Schaut euch mal bitte an, wie bösartig die Aussage ist. Eine Frau, die aus gesundheitlichen Gründen oder aus was für Gründen auch immer kein Kind gebären kann, weil Gott das halt nun mal so bestimmt hat. Guck mal hier, wie bösartig diese Aussage ist. Sunan Abi Dawud Hadith 3911. Von Abdullah bin Omar wurde überliefert, dass der Gesandte Allahs sagte, ein Omen ist einer Wohnung. Das böse Omen ist in einer Wohnung, einer Frau oder einem Pferd. Abu Dawud sagte, diese Überlieferung wurde Al-Harith bin Miskin und ich war Zeuge. Es wurde ihm gesagt, dass Ibn
Qasim ihm erzählte, dass Malik nach einem bösen Omen in einem Pferd und in einem Haus gefragt worden sei. Er antwortete, es gibt viele Häuser, in denen Menschen lebten und umkamen, und wieder andere lebten darin und sie kamen auch um. Soweit wir wissen, ist dies diese Erklärung. Allah weiß es am besten. Abu Dawud sagte, Omar radiallahu anhu sagte, eine Frau, eine Matte in einem Haus ist besser als eine Frau, die kein Kind zur Welt bringt. Wie bösartig. Wie bösartig muss man nur sein. Eine Matte in einem Haus ist immer noch besser als eine Frau, die kein Kind gebärt. Absolut bösartig, ne? Meinst du, die Frau hat sich das selber so ausgesucht, dass sie keine Kinder gebärt? Da muss man sie noch runtermachen? Unglaublich, ey. Guck mal hier, was der Mohammed sagte. Die Rechte des Mannes sind göttlich. Pass mal auf. Sunan ibn Majah, Band 3, Buch 9, Hadith 1853. Es wurde überliefert, dass Abdullah bin Abu Afwa sagte, als Muad bin Jabal aus Scham kam, warf er sich vor dem Propheten nieder, der sagte, was ist das, O Muad? Er sagte, ich ging nach Scham und sah, wie sie ihre Bischöfe und Patrizier niederwarfen, und das wollte ich für sie tun. Der Gesandte Allah sagte, tu das nicht. Wenn ich jemanden befehlen würde, sich vor jemanden anderen als Allah niederzuwerfen, hätte ich den Frauen geboten, sich vor ihren Ehemännern niederzuwerfen, bei dem, in dessen Hand die Seele Mohammeds ist. Keine Frau kann ihre Pflicht gegenüber Allah erfüllen, bis sie ihre Pflicht gegenüber ihrem Ehemann erfüllt. Wenn er sie nach Intimität bittet, selbst wenn sie auf ihrem Kamelsattel sitzt, sollte sie nicht ablehnen. Ist das heftig? Sie muss also immer bereit sein für Bungi Bungi. Aber es ist so heftig. Super. Toll. Wundervoller Glaube. Und dann lesen wir in Epheser 5, Vers 25. Das ist so krass. Wie Himmel und Hölle. Hallo Amir. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne dich und deine Familie. Ich habe eine Frage wegen 1. Moses, also das Zweite, was Gott erschaffen hat. Kannst du mir das genauer erklären, weil ich verstehe es nicht. Was verstehst du denn da nicht? Die Spaltung des Meeres, also das so das in den Himmel gegangen, also wo ist das hingegangen, das Wasser? Wie meinst du das? Als er das Wasser schied? Ja, genau. Lass uns das mal zusammenlesen. Ja. Erste Buch Mose, Kapitel 1, Vers? 2. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde war aber wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht, und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, erster Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, die bilde eine Scheidung zwischen den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied das Wasser unter der Ausdehnung von dem Wasser über der Ausdehnung. Und es geschah so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend. Und es wurde Morgen. Der zweite Tag. Ich beziehe das darauf, dass der Herr, dass wie die Atmosphäre ja auch, wie soll ich das erklären am besten? Dass der Herr das Wasser schied und der Himmel dann, warte mal ganz kurz. Ja. Ich gucke mal ganz kurz. Oh, das regt mich so auf, dass er die ganze Zeit so am Schnarchen ist, ne? Macht mich wahnsinnig.
Ich muss mal ganz kurz mich mal durchlesen. Ja. Ich muss mich da selber ein bisschen mal reinlesen. Ich werde später mal gucken, dass ich das Ganze mal... Ich habe hier etwas gefunden. Aber das ist... Warte mal ganz kurz, ich lese das mal vor. Guck mal hier. Das liegt daran, dass wir im altorientalischen Beschreibung der Welt oft in einem analytischen, logischen Sinne auffassen, während sie eigentlich metaphorisch, also bildhaft gemeint sind. Ein Beispiel: nach der Bibel wohnt Gott auf dem Thron, auf einem Thron im Himmel, Psalm 2, 4, im Tempel, 1. Könige 8, 13 und überall, Psalm 139, 8, 12. Du siehst also, dass es gar keinen Sinn ergibt. Das ist also bildhaft, Bildsprache. Ja. Analytisch betrachtet kann nicht alles drei zugleich treffen. Darum geht es aber auch nicht. Vielmehr wird in einer bildhaften Weise ausgesagt, dass Gott über alles regiert, dass er seinem Volk insbesondere Weise nahesteht und dass er allgegenwärtig ist. Und so ist das auch, wenn der Herr sagt, dass er das Wasser scheidet, dass das wie so eine Art Bildsprache ist. Ja, das verstehe ich. Also ich verstehe das noch nicht so ganz, deswegen muss ich mich selber damit komplett dann auseinandersetzen. Aber also hier die eine Zuschauerin Alexa antwortet, hat geschrieben, das Wasser im Himmel wurde bei der Sintflut losgelassen. Das würde auch Sinn machen. Das Wasser wurde was? Wurde bei der Sintflut losgelassen. Das Wasser wurde bei der Sintflut losgelassen, okay. Das ist auch ja, kann auch natürlich sein, ja. Muss man sich da reinhängen, ne? Ich weiß auch nicht alles, ne? Ich muss auch selber gucken. Ne? Ja, ja, das ist verständlich. Ich habe mich ein bisschen durchgelesen, ich habe keine Antwort gefunden. Ich dachte, du kannst mir dabei sein. Also ich denke, dass es immer so eine bildhafte Sprache ist, die der Herr benutzt, ne? So wie zum Beispiel, als er sagte, isst von meinem Fleisch und trinkt von meinem Blut. Ja. Und die Muslime sagen, dass es wortwörtlich ist. Verstehst du? Er benutzt ja Bildsprache. Ja. Also wenn Gott redet, benutzt er auch Metaphern, Bildsprache und alles Mögliche. Und wir müssen das verstehen. Wir können nicht immer ein unbegrenztes Wesen mit unserem begrenzten Verstand erklären, verstehst du? Also muss man das hier reinhängen und... Ja, aber wenn die Muslime sagen, dass das Wort wörtlich zu nehmen ist, dann möchte ich aber auch den Vers haben, wo Jesus Christus sagt, hier, ich schneid schon mal ein bisschen von meinem Fleisch, hier, Petrus, isst mal ein bisschen und hier, stech mir mal rein und dann nimmt er ein Glas und hat das Blut da reingetan und hat es so zu trinken gegeben, verstehst du? Ja. Ja, wo geht das denn Sinn? Wo kommen wir denn mit so einer Auffassung der Schriften denn hin? Ja, die Muslime versuchen alles um das Christentum. Ja. Ja. Ah, hier, guck mal, hier steht auch, die Atmosphäre besteht zu ungefähr 1% aus Wasser. Wenn das runterkommt, sind was? Sind die Wolken? Runterkommt, sind das Millionen Tonnen Wasser. Ja, du siehst also, dass die
Atmosphäre, was wir da oben haben, ne? Dass das auch zu Wasser besteht, ne? Ja, das kann auch sein. Du siehst also, wenn man sich reinhängt, wird man schon einiges herausfinden. Mhm. Alles klar, dann vielen Dank dir. Gott segne dich und deine Familie. Mach's gut. Was? Sai Bukhari, 304 Frauen kommen in Jahannam wegen der Menstruation. Ja, stimmt. Allah hat das gemacht und Allah wird sie auch in die Hölle schmeißen. Sehr gut. 1. Mose 7,11, okay. 1. Mose 7,11. 7,11. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 7. Tag des 2. Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich und es regnete auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und die drei Frauen seiner Söhne, sie und alle Wildtiere. Hm. Fenster des Himmels. Ah, okay. Mhm. Ja, siehst du, sage ich doch, der Herr benutzt ja Bildsprache, damit wir das verstehen. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des 2. Monats, an diesem Tag brachen alle Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich. Mhm. Sehr gut. Sai Bukhari 304. Das Kapitel heißt auch noch Menstruation. A menstrual woman should leave observing fasting. Na, was steht denn hier? Einmal ging der Gesandte Allahs zum Musalla, um das Gebet zu verrichten, das Eid al-Adha oder Al-Fitr-Gebet. Dann ging er an den Frauen vorbei und sagte, O Frauen, gebt Almosen, denn ich habe gesehen, dass die Mehrheit der Bewohner des Höllenfeuers ihr Frauen seid. Sie fragten, warum ist das so, O Gesandter Allahs? Er antwortete, sie fluchen häufig und sind ihren Ehemännern gegenüber undankbar. Ich habe niemanden gesehen, dem es an Intelligenz und Religion mangelt als ihnen. Ein vorsichtiger, vernünftiger Mann könnte von einigen von ihnen in die Irre geführt werden. Die Frauen fragten, O Gesandter Allahs, was ist an unserer Intelligenz und Religion mangelhaft? Er sagte, ist die Aussage zweier Frauen nicht gleichbedeutend mit der Aussage eines Mannes? Sie antworteten mit ja. Er sagte, das ist der Mangel an Intelligenz. Stimmt es nicht, dass eine Frau während ihrer Menstruation weder beten noch fasten kann? Die Frauen antworteten mit ja. Er sagte, das ist der Mangel an ihrer Religion. Ja, wer ist denn das schuld? Wer hat denn das gegeben? Ja, Allah. Also hat Allah einen Fehler gemacht, ne? Ich habe konvertiert, das ist die beste Entscheidung meines Lebens. Ja, wundervoll. Jetzt hast du dich für deine Hudel Ain entschieden und dann wirst du für alle Ewigkeiten mit deiner 72-jährigen Oma belohnt werden. Das hast du sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht, Momo. Wundervoll. Eine 72-jährige Oma wirst du bekommen. Viel Spaß mit deinem Hauptpreis. Sie wird auch extra ihre Zähne für dich rausnehmen. Unglaublich, komm, ich bitte dich. Komm, ich bitte dich. Komm, das ist an Lächerlichkeit kaum zu überbieten, ich bitte dich. Ja, natürlich. Aber ich habe so viel gelernt von dir, danke. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. King of Kings, bester Name, König der Könige. Wäre sehr interessant, eine Debatte zwischen Amir und Piervogel zu sehen. Ja. Der gute alte Abu Hamza. Was für ein... Nach dem, was ich euch so alles präsentiert habe, wie komisch das klingt, wenn sich jemand für den Islam entscheidet oder für den Islam interessiert, ne? Das ist ein absoluter Schwindel. Das ist eine Täuschung. Absolute Täuschung.
So, was haben wir denn noch hier im Petto? Guck mal hier, der Mohammed hat gefragt, die haben Mohammed gefragt, welche Rechte haben denn die Frauen überhaupt, Mohammed? O Gesandter Allahs, welches Recht hat die Frau eines von uns über ihn? Er sagte, es bedeutet, dass du ihr Essen geben sollst, wenn du dein Essen gegessen hast, dass du sie kleiden sollst, wenn du dich gekleidet hast, dass du ihr nicht ins Gesicht boxen sollst, sie nicht beschimpfen und sie nicht im Stich lassen sollst, außer innerhalb der des Hauses. Sondern Ibn Majah hat Band 3, Buch 9, Hadith 1850. Frauen haben das Recht, nicht ins Gesicht geschlagen zu werden. Das ist heftig. Boxt überall hin, aber bitte nicht ins Gesicht. Super. Wenn die Frau zur Moschee gehen will, muss sie die Erlaubnis des Mannes dafür holen. Salims Vater berichtete, der Prophet sagte, wenn die Frau von irgendjemandem von euch um Erlaubnis bittet, in die Moschee zu gehen, sollte er ihr nicht verbieten. Also sie muss sich auf jeden Fall ihre Erlaubnis holen, ne? Und der Mann darf das dann nicht verbieten, aber sie muss ihn fragen. Sahih Bukhari, Band 7, Buch 62, Hadith 165. Innerhalb des Hauses auch ins Gesicht, ja. Das kann auch sein, ne? Man weiß ja nicht, was sie in ihren vier Wänden da machen. Du siehst ja, was der Omar ibn al-Khattab in der Nacht getan hat, als er mit seiner Frau da gestritten hat. Da musste ja ein anderer kommen, um sie auseinanderzubringen, weil er so hart zugeschlagen hat, ne? Was? Ohne die Erlaubnis ihres Mannes darf eine Frau in ihrem Haus nichts verschenken? Überliefert von Abu Umama. Abu Umama hörte den Gesandten Allahs im Verlauf seiner Predigt im Jahr der Abschiedspilgerfahrt sagen, eine Frau darf ohne die Erlaubnis ihres Mannes nichts aus dem Haus ihres Mannes verschenken. Er wurde gefragt, ob sie nicht einmal Essen verschenken dürfe, und er antwortet, das ist das vorzüglichste Eigentum, das wir besitzen. Nicht mal Essen darfst du verschenken. Das ist absolut krank. Wer schnarcht bei dir, mein kleiner Kacker, Mann? Da ist natürlich den Herrn Jesus Christus, der mit seinen offenen Armen auf die Menschen am Warten ist und ihnen diesen Unsinn abnehmen möchte und ihnen sagt, löst euch los von diesen Ketten der Religion und lasst euch von mir retten. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, ne? Sahih Bukhari 5456. Wie kann man den Herrn Jesus Christus verwerfen und dieser Religion folgen? Das ist für mich unvorstellbar. Also ja, wenn du isst, dann wische deine Hand nicht ab, bis du sie geleckt hast oder von jemand anderen lecken lässt. Da gibt's ja diesen Liebe zur Magie, da hat das ja mal erklärt, sagt er, das ist wie in einem erotischen Film. Da kannst du deine Frau das so in den Mund stecken, da kann sie das so ein bisschen ablutschen. Die sind nicht zu verlegen um jede Ausrede, ne? Hier geht's, ja, sagt aber nicht der Mohammed, dass du das bei der Frau machen sollst. Nein, da steht nichts mit Frauen, so, du musst das von einem anderen, jemanden, egal wem, lecken lassen.
kannst auch deinen Kollegen das in den Mund schieben. Das ist dir überlassen. Also ich sehe das, das Wort Frau und romantisch und sowas nicht da drinne. Kennst du das, so ein romantisches Spielchen, wenn du so auf einmal so den Teller am Ablecken bist und dann nimmst du noch mit letzte Portion so, dann machst du so, ach warte, du kriegst auch noch ein bisschen was. Steckst in den Mund deiner Frau rein, die denkt sich auch, bist du bekloppt oder was? Und das soll romantische Spielchen sein. Ich weiß nicht, diese Leute, die haben einfach nur Kamelurin in ihrem Kopf, das ist das Problem. Sie versuchen mit allen Mitteln einen Unsinn zu verteidigen, das ist für mich unvorstellbar. Das ist Unsinn, Unsinn, lass mich dich anschreien, das ist Unsinn, Mann. Damit du aufwachst aus deinem Wahnsinnstraum, ey. Deine Gurt. Deine Gurt. Ich kann nicht mehr. Deine Gurt. Jetzt kommt der schon wieder. Meine warum hole ich den überhaupt durch? Was hast du denn gegen mich? Ich dachte, wir sind Freunde. Ja, würdest du deinen Finger in den Mund von deinen Kollegen stecken, damit er es ablutscht? Warum nicht? Guck mal, weißt du, was ich bei dir nicht verstehe? Warum nicht? Guck mal, erstens, Fake-Lache. Das ist damit siehst du kein Problem. Also du steckst einfach den Finger in den Kollegen dann von deinem Kollegen in den Mund. Hör mal, du, anstatt dass du versuchst, uns zu helfen, du redest die ganze Zeit gegen uns. Sag doch mal etwas Gutes. Vielleicht sag ich doch, Jesus Christus liebt dich über alles und hat sein Leben für dich gegeben. Ja, dass du nicht kommst zu dieser Religion und dem Sinnlosen, dem heiligen Volks. Was soll ich denn noch zu dir sagen? Ich will dir das zeigen, wie dumm das ist, damit du denkst, ey, Du redest die ganze Zeit schlecht, aber hilf mir doch wenigstens. Dann. Ja, hilf ich dir doch. Willst du Hilfe haben? Geh zum Arzt. Ja, ich will Hilfe haben. Ich will Hilfe, ja. Vielleicht kannst du mir helfen. Ja, ich kann dir helfen. Ich empfehle dir den besten Arzt, Jesus Christus. Ja, wo ist er? Kann ich ihn irgendwo finden? Ne? Ja, du kannst ihn anrufen und der Herr wird sich dir zeigen. Wie rufst du an? Sag mir, wie ich den anrufe. Sag mal, Jesus Christus, ich komme mit all meiner Schuld heute zu dir. Ich verwerfe diese Religion, die einfach nur Unsinn ist und komme mit all meiner Schuld, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Sünden heute zu dir und bete dich an, mein Herr und mein Gott. Bitte nimm meine Schuld auf dich und rette mich vor der Verdammnis, auf die ich zu am Steuern bin. Okay, wir machen das, aber dafür tust du auch mir was Gutes an. Du lädst mich als allererstes ein, wenn du deine Shisha beöffnest. Mit Moschee-Socke noch rum. Noch mit einem Moschee-Rum dazu. Verstehen. Mein Lieber, du musst das doch verstehen. Das ist doch, ist doch nicht normal. Du spielst doch mit deiner Ewigkeit. Ich weiß, ja. Du Tages stirbst. Du siehst doch, was ich hier zeige. Okay. Du kannst, glaub mir, das, was du gerade von mir alles gehört hast, du dachtest dir, boah, was ist das überhaupt für eine Religion, richtig? Wenn ich der, ich bin irgendwie ja. Aber ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Ich habe dir nur aus den authentischsten Schriften vorgelesen, das ist das Problem. Ich weiß ja nicht, ob du lügst, ich kenne mich ja nicht aus mit den Schriften. Dass ich lüge, ich habe dir die ganzen Quellenangaben gesagt, dass du selber nachschlagen kannst und guckst, oh okay, das stimmt, das steht wirklich da. Keine Ahnung, ich kenne mich halt nicht so gut aus, weißt du? Ja, es klingt irgendwie behindert, ne, dass der Mohammed gesagt hat, wenn du also isst, dann wische deinen Finger nicht ab, also wie normale Menschen ihre Hände abwischen oder abwaschen. Nein, du musst sie lecken oder sie von jemand anderem lecken. Lass was das, Mann? Das steht wirklich da drin, ja? Das steht wirklich in Sahih Bukhari. Guck mal hier, was für ein Unsinn. Sahih Bukhari 5456. Welcher normale Mensch macht sowas denn? Dann ist es komisch. Natürlich ist das komisch. Ist das ein Prophet, der sowas sagt? Oder ist das oder stand er unter schwarzer Magie? Das muss ja gefragt werden, so ein Quatsch. Hat er das unter schwarzer Magie gesagt oder ist das ernsthaft gemeint? Ich weiß ja nicht, ob du lügst. Ich kann es ja nicht wissen. Ich schreibe dir das doch auf, Habib. Sahih Bukhari 5456. Ach, Ex-Muslim, ja. Mohammed sagt sogar, wenn du den. Du weißt nicht, in welcher Portion die Segnung liegt. Du musst also den gesamten Teller abschlecken. Weil eine Segnung in diese Teil des. In der Portion liegt. Das ist Wahnsinn! Stell dir mal vor, du bist im Restaurant und die Leute gucken dich an und dann legst du so den Teller ab und denken, was macht der Typ da? Ist der verrückt? Hast recht. Und dann sagst du, nein, mach das nur, weil mein Prophet mir das gesagt hat, weil ich weiß nicht, in welchem Teil der Portion des Tellers die Segnung liegt. Die Leute denken, du hast einen Sockenschuss, Mann. Hier schreibt jemand, es ist Sunna. Natürlich ist das Sunna und die Leute praktizieren das. Es gibt in Pakistan und Indien, wo die ein bisschen Low-Class-Level mit Gehirn sind, die machen das.
Die denken, okay, Mohammed hat das gesagt, dann machen wir das eben. Anstatt das in Frage zu stellen, Mann. Es gibt ein Video, das aufgetaucht worden ist, bei Ramadan, wie auf einmal so pakistanische, indische Muslime die Teller und hier die Löffel abräumen von den ganzen Muslimen. Die lecken die Teller und Löffel von allen Muslimen ab, Mann. Ja, dann denkt man sich allen Ernstes, Leute, habt ihr noch ein Gehirn da oben? Okay, aber sag mir ehrlich, Dicker, bin ich dein Bruder? Du bist mein Bruder. Bin ich dein Bruder? Du bist mein Bruder in Adam, bist aber auch nicht. Mein Bruder, Lan. Im Glauben bist du nicht mein Bruder. Mein Bruder, Lan. Du bist mein Bruder, Lan. Bruderland. Neue Videos mit ABK, Dicker, wir warten drauf. Nein, hör auf damit. Mach dir Gedanken um deine Ewigkeit, M47, Mann. Wann kommt dein Bruder wieder live? Mein Bruder kommt bald wieder live. Der ist gerade Abu Hetzeraya machen. Und wo ist Pavlos? Warum kommt der nicht mehr live? Weil die sind nach der Suche nach dem besten Kamelurin, was es gibt. Die brauchen. Ja, ich habe ihm schon Gutes empfohlen, Dicker, sag ich dir ehrlich. Okay, Gott segne dich und deine Familie. Mein Bruderland. Bruderland! Schade. Aber merkt ihr, als er diese ganzen Hadithe gelesen hat, musste er selber sagen, das ist der letzte Haufen Müll. Das ist einfach nur Quatsch, das ist einfach nur Blödsinn. Hadi ist hier. Amir, ich liebe dich. Ich liebe dich auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Na, siehst du, wie nett. Die kommen rein und sagen, ich liebe dich. Dann sage ich liebe dich auch, kein Problem. Eine kurze Frage, ja. Dings, du kennst doch diese Sportler, wie heißen die? Diese Sportler, die. Auf Ernstschneider weg Richtung Osten fahren. Boxer und Fußballer, was weiß ich, ne? Also diese Prominenten. Ja. Die, wenn da eine Frau kommt und einen Handschlag gibt, ja, hier Glückwunsch, bla bla bla. Und dann ziehen sie sich zurück, ja, wir geben Frauen keine Hand, ne? Aber. Aber. Weißt du, was ich meine? Ja, wieder. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Warte. Du kennst doch, keine Ahnung, irgendwelche Boxer, die. Dass du gleich Unfall baust, Mann. Nein, alles gut. Ich bin gerade hier im. Wie heißt denn das? So eine 30er-Zone, alles gut, passiert nichts. Weißt nicht, was ich meine? Nein, du musst dich schon klarer ausdrücken. Okay, dann versuch ich noch einmal, zweiter Versuch. Du kennst doch. Wie heißt denn diese Boxer da? Diese Tausende von Tausenden Boxern da. Rechts abbiegen. Die Boxen. Was denn? Dann, Boxerschnitt? Nein, Boxer, richtige Boxer, die sich. Die mit Boxerschnitt, diese Boxer. Nein. Du musst dich schon. Meinst du irgendwie MMA-Fighter oder was? Ja, genau, die da, genau da. Du kennst auch nachdem das vorbei ist, dann da kommt so ein Interview-Dings da, ne? Ja, Dings da, Interview-Dings da. Ja, genau. Und dann am Ende heißt es ja Glückwunsch und bla bla bla. Und nachdem das Interview zu Ende ist, dann geben die doch Hand, oder nicht? Ja, richtig, genau, ja. Genau, und dann heißt es ja, wir geben Frauen keine Hand, wir halten Abstand und, ne? Ja. Was hältst du davon, Cousin? Ja, also davon halte ich überhaupt gar nichts, weil im Gegenzug tun wir dann unsere Busen dann in den Mund der Männer rein. Wir geben zwar. Aber zu Hause vier Frauen haben. Ja, nicht nur das und unzählige SEX-Sklavinnen, ne? Keiner von denen würde die Brüste seiner Frau hergeben, damit ein anderer Mann dran rum. Du weißt schon was. Na, ey, Bruder, tut mir leid, aber ich muss jetzt arbeiten, ne? Okay, ich hoffe, dass du. Ja. Welcome back, ne? Ja. Guck mal, was der macht. Was machst du da? Hallo, mein Lieber, Gott segne dich schon. Danke. Ich habe eine Frage an dich. Nein, ich kann nichts beantworten. Warum?
Ich bin sehr, 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 sehr auf low, ich bin sehr runtergefahren. Ich brauche drei Löwen, damit ich wieder aktiviert werde. Ja, dann schick dem jungen Mann mal drei Löwen. Ich will meine Fragen stellen. Nein, ich will sie von dir, nicht von den anderen. Ach, von damit mir? Ich will von dir drei Löwen, ich will Spendengeld, also Almosen geben, so bekommen, damit ich mich glücklicher fühle. Und das werde ich dann, ein Teil davon gebe ich dann den Armen und den Rest behalte ich für mich. Weil, guter Ansatz schon mal, aber ich habe selber nichts. Wenn du hast, gib du mir. Okay, ich gebe dir. Ja. Ich gebe dir Camelori. Kann ich dann auf Ernst so meine Frage stellen? Ja, mach mal. Ja. Ich habe an dich persönlich so eine Frage. Wie bist du überhaupt selber, wie hast du den Islam verlassen und was war dein Ansatz, dem Christentum beizutreten? Also was hat dir genau nicht gepasst am Islam? Ja, ich mag das nicht, wenn eine Gebärmutter an dem Gewand von Allah zieht, in Sure 47, Vers 23. Reicht das aus? Nein, ich habe das nicht verstanden. Ich lese den Koran nicht aktiv. Ja, also findest du das in Ordnung, dass eine Gebärmutter an dem Gewand von Allah zieht? Bruder, aber du darfst nicht lustig machen, das ist ehrenlos. Das steht, das ist wirklich dort, Mann! Was? Sag nochmal Vers, Sure? Sure 47, Vers 23. Und dazu musst du die Auslegung von Ibn Kathir durchlesen. Vers 23 war das? Ja, Sure 47, Vers 23. Das sind diejenigen, die Allah verflucht. So macht er sie taub und lässt ihr Augenlicht erblinden. Hm. Was hat das jetzt mit der Gebärmutter zu tun? Ja, jetzt lese ich dir die Auslegung dazu vor. Nachdem Allah die Schöpfung vollendet hatte, stand die Gebärmutter auf und zog am unteren Gewand des Barmherzigen. Er sagte, hör auf damit. Er antwortete, meine Haltung hier ist die Haltung eines Menschen, der bei dir Zuflucht vor der Trennung von Bindungen sucht. Allah sagte, würde es dir nicht gefallen, dass ich mich dem anschließe, der sich dir anschließt und diejenigen trenne, der dich trennt? Er antwortet, ja, in der Tat. Er sagte, das ist dir gewährt. Nachdem Allah die Schöpfung vollendet hatte, stand die Gebärmutter auf und zog am unteren Gewand des Barmherzigen. Er sagte, hör auf damit. Was meinst du? Dass eine Gebärmutter, die eigentlich dafür die Funktion hat, Kinder zu gebären, die an Allahs Gewand so am Ziehen ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auch gesagt, keine Ahnung. Also sowas ist ja, das. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich weiß, was ich gelesen habe. Ja. Oder was hältst du denn von einem Gott, der zum Beispiel sagt, dass du so Babys heiraten darfst? Was hältst du denn von so einem Gott? Was heißt Babys? Ja, es gibt kein Heiratsalter im Islam. Wie bitte? Es gibt kein Heiratsalter im Islam. Nicht ab dann, wenn man seine Periode hat? Nee, du kannst ein Baby heiraten, das sagen die Gelehrten. Fatwa 6058. Da steht, dass man Babys heiraten darf, also... Ja genau, es gibt kein gewisses Heiratsalter im Islam. Du kannst ein Baby heiraten. Guck mal hier. Frage, ist es erlaubt, ein Säuglingsbaby zu heiraten und darf ich mich mit ihr vergnügen? Indem ich sie küsse und andere unschädliche Handlungen außer SEX begehe. Antwort, wenn der Ehevertrag den islamisch-gesetzlichen Anforderungen entspricht, gilt sie in jeder Hinsicht als seine Frau und er darf sie ansehen, berühren und küssen. Er darf keinen SEX mit ihr haben, bis sie den SEX ertragen kann, ohne ihr Schaden zuzufügen. Majmu'a Fatwa Asharia Fatwa Nummer 6058. Verstehst du jetzt, was das für eine Religion ist? Ich würde am liebsten Sachen sagen, das glaubst du gar nicht. Aber dann würde ich sofort gesperrt werden. Babys? Ja. Hast du was Widerwärtigeres als das gesehen? Ich würde jetzt nicht widerwärtig sagen, aber... Ah, du sagst nicht widerwärtig. Ja, siehst du? Habt ihr das gesehen, ihr Lieben? Er sagt nicht widerwärtig. Für ihn ist das was Normales. Das ist nicht normal. So kann man das nicht sagen, aber kommt doch auf die Quelle an. Du sagst jetzt, das hat ein Gelehrter gesagt. Das steht nicht im Koran drin. Das ist eine Fatwa, nach Sure 65, Vers 4. Die Gelehrten sagen, dass der Allah erlaubt hat, nicht menstruierende Kinder zu heiraten und sich auch wieder von ihnen scheiden zu lassen. Und ein Baby hat ja auch noch niemals menstruiert, oder? Ja, selbst sogar diese Dauer-Wahnsinnigen hier, wie heißen diese, Liebe zur Magie, der hat auch zugegeben, hat ja, wir dürfen ein Baby heiraten, ja. Aber wir müssen warten, bis das Baby oder das Kind den SEX vertragen kann. Der ist wenigstens ehrlich. Ja.
Ja, dabei siehst du, deswegen sage ich dir, eigentlich muss man den Islam sofort hier in Deutschland verbieten und diese Religion auf den Index schicken und jeder, der es wagt, Werbung für den Islam zu machen, ins Gefängnis zu stecken. Richtig? Das ist Kindesmissbrauch, Kindesmisshandlung. Diese Religion hat nichts in dieser Gesellschaft zu tun. Verstehst du? Man muss das von einem gesunden Geist überprüfen lassen. Die Gerichte und die Staatsanwälte, Richter müssen das Ganze nochmal von Menschen und Menschenrechtlern und Anwälte überprüfen lassen. Und das Ganze muss dann sofort auf den Index geschickt werden. Die Moscheen müssen geschlossen werden. Und diejenigen, die wagen, den Islam hier zu verbreiten, werden des Landes ausgewiesen. So einfach ist das, ganz einfach. Jeder, der es wagt, den Islam hier in Deutschland zu propagieren oder gar Werbung zu machen, muss hinter Gittern kommen, nach dieser Auffassung. Das kannst du ja versuchen, wenn du irgendwann mal an die Macht kommst. Nee, ich sage ja nur, ich meine aus einer weltlichen Perspektive, wenn diese Religion erlaubt, mit Babys zu heiraten und wenn sie eines Tages die Oberhand haben und die Scharia eingesetzt wird, dann darf der pädoneigende Muslim, der zu einem Kind Neigung hat, darf er das ja legal ausleben unter der Scharia. Ja, okay, dann nehmen wir mal so ein, zwei Beispiele von Menschen, die Kinder, die Babys geheiratet haben. Die Babys geheiratet haben, wie du das gerade vorgelesen hast. Ob du das willst oder nicht, du kannst es machen. Normal denkende Menschen. Du kannst das machen, mein Lieber, du kannst das machen. Die Frage ist, ist es erlaubt unter der Scharia? Das ist die Frage, die wir uns hier stellen. Ob das jemand macht oder nicht, das ist hingesagt. Ja, es gibt Leute, wir wissen es nur nicht, in den islamischen Ländern machen sie es. Hier, wenn sich jemand wagt, ein Baby zu heiraten, der wird sofort in den Knast kommen. Aber unter der Scharia gibt es keine Strafe. Raffst du das jetzt? Habe ich also die Berechtigung, solche Sätze zu sagen, dass jemand, der nach solchen Aussagen Werbung macht für den Islam, hinter Gittern gehört, oder nicht? Ja, der ist, glaube ich, in den siebten Himmel reingegangen. Der ist, glaube ich, in den siebten Himmel. Ja, sag mir, das ist der absolute Wahnsinn. Also sie haben ihr eigenes Rechtssystem. Und unter diesem Rechtssystem gewährt man den pädophil gestörten Menschen so einen Wahnsinn. Unter göttlicher Anordnung. Ey. Geh was essen, Armin. Ja, ich glaube auch. Ey. Das Ganze nimmt einen so mit. Ne? Das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank. Dankeschön. Hi, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Ich wollte nur sagen, ich bin kein gläubiger Mensch, aber wenn ich dich sehe und die Videos sehe und so... Nicht mehr akzeptieren kann sowas. Babys? Ziemlich fett. Hier nicht drohen oder so, weißt du. Den nehme ich, den reiß ich. Der ist dran. Ne, wollte ich auf jeden Fall sagen, aber ich wünsche dir einen schönen Tag, ja? Danke dir auch, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Hallo. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Amen. Wie geht's dir, Ex-Muslim? Alhamdulillah, Jesus, mir geht's gut. Wie geht's dir? Ja, hast du Alhamdulillah gerade gesagt? Alhamdulillah, Jesus, habe ich gesagt. Alhamdulillah, Jesus, was ist das denn? Hör mal, benimm dich mal. Benimm dich mal, Bruder. Das ist mit dir. Benimm dich mal, ja. Wo ist dein Adam? Man muss wo ist dein Adam? Man muss gut zu den Kuffar sein, deswegen das. Deswegen bin ich auch gut zu dir, du Kuffar. Du Käfer. Hä? Du sagst Alhamdulillah, Jesus, Junge, als Maul. Warum? Ich weiß nicht. Allah reicht, Bruder. Auf Mutter geht man nicht. Bruder. Ja, okay, chill, ja, ihr kleinen Lümmel hier. Nein, du. Ich Schweinchen, ihr. Moin, hallo. Ex-Muslim. Gott segne dich und deine Familie. Danke dir. Kann ich dich irgendwie ansprechen oder soll ich dich einfach Ex-Muslim nennen? Nenn mich einfach eure Hoheit. Nein, sag einfach Ex-Muslim. Ja. Ex-Muslim. Und zwar, ich habe tatsächlich eine kleine Bitte. Und zwar, ich bin muslimisch aufgewachsen, bin auch Muslim sozusagen, aber fühle mich irgendwie nicht dazu hingezogen. Und ich suche jetzt irgendwie die Möglichkeit, den richtigen Weg zu bekommen. Das heißt, den Weg zum echten Herrn. Weil ich habe mich ein bisschen mit dem Islam befasst und
habe für mich dann entschlossen, da sind einige Dinge, die einfach nicht zu mir passen, zu meiner Persönlichkeit oder zu meiner Denkweise. Und ich, vielleicht kannst du mir ja in diesem Moment jetzt helfen, um mir zu sagen, wie ich den richtigen Weg dann zu dem echten Herrn finde. Ja. Der Herr Jesus Christus spricht in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Der Herr Jesus Christus gibt die Garantie. Er ist keine Religion oder kein irgendwie Ideologie, die wir nachfolgen. Nein, der Herr Jesus Christus ist der lebendige Gott, der seine Herrlichkeit für dich, mich und die ganzen Menschheit hier verlassen hat, um auf diese Erde zu kommen, um uns ganz nah zu sein. Du siehst also, dass dieser Gott nicht nur mit seinen Worten sagt, ich liebe dich, sondern auch hier hinkommt und es beweist. Und zwar, dass er die Form eines Menschen angenommen hat, um für die Schuld der Menschheit zu bezahlen. Jeder, der das Geschenk der Gnade annimmt, darf gerettet werden. Du siehst also, dass Religion der Versuch sind, Gott zu erklären und wir Gott näher kommen. Das Evangelium ist die frohe Botschaft, dass Gott selber alles in die Hand genommen hat, die Form eines Menschen annahm, damit wir Vergebung unserer Schuld haben. Denn du, ich und die gesamte Menschheit ist beladen von Schuld. Ja. So, wir haben ein Problem. Wo wollen wir diese Schuld denn ablassen? Die Bibel sagt uns, dass durch einen Menschen die Sünde in die Welt kam und durch einen perfekten Menschen die Sünde aus die Welt getragen wurde. Du siehst, dass der Herr Gott ein perfekter Mensch wurde ohne Sünde. Du siehst, dass kein Mensch ohne Sünde ist. Nur der Herr allein ist ohne Sünde. Und der Herr wurde Mensch und hat die Schuld der gesamten Menschheit auf sich genommen, so wie er das durch die Propheten angekündigt hat und sein Wort in Erfüllung gegangen ist. Amen. Sehr, sehr schön. Also wie ich überhaupt zu diesem Entschluss gekommen bin, weil ich habe in einem jungen Alter, sollte ich ja natürlich dann die Schahada sagen, damit ich ja auch zum Islam konvertieren kann. Und im Nachhinein habe ich mich mal befasst, was ich da überhaupt auf Arabisch gesagt habe. Ich habe ja gesagt, ich bezeuge, dass es keinen anderen gibt außer Allah. Im Nachhinein habe ich mich damit befasst, dass ich ja gar nicht bezeugen kann, dass es keinen anderen außer Allah gibt. Also das ist ja dann schon mal für mich gelogen gewesen, weil ich kann es nicht bezeugen. Wenn ich bezeugen könnte, würde ich ja da sein und das gesehen haben. Aber das stimmt ja nicht. Ich habe ihn ja nicht gesehen. Ich weiß ja nicht, wer der Echte ist. Also was wäre dann dein Tipp für meinen Weg, mich von diesem Last des Islams zu entfernen? Ja, ich sage dir sofort, wie ich das gerade eben gesagt habe. Jesus Christus liebt dich über alles und hat sein Leben für dich gegeben. Diese Art von Botschaft findest du nirgendwo wieder. Nur im Evangelium. Und zwar in der Liebe des die gesamte Welt und das, was in ihr ist. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das heißt, er selber wurde Mensch in seinem Sohn, Jesus Christus, also der Sohn Gottes wurde Mensch und kam als in das Seine. Und das Seine hat ihn aber leider nicht erkannt. Aber sei du derjenige, der ihn erkennt und seine Schuld vor ihm bereut. Ne? Du kannst gerettet werden, das ist das Schöne. Das ist das Gute am Evangelium. Also es ist deiner Meinung nach nie zu spät. Nie zu spät. Bevor du bist noch nicht in den Tod gegangen. Ne? Erst dann wird es zu spät für dich. Genau, wollte mir jetzt eine Bibel besorgen. Soll ich mir das Alte Testament oder soll ich mir das Neue Testament schon holen? Du kannst dir eine ganze Bibel holen, wo das Alte und Neue Testament drin ist. In der Schlacht 2000 wäre gut. Und dann mich damit dann einfach so dann befassen erstmal. Ja, genau, du liest erstmal das Neue Testament, um deinen Erlöser Jesus Christus kennenzulernen. Mhm. Und dann siehst du, dass die Schlachter 2000 eine Studienbibel ist. Und du siehst, dass zum Beispiel, wenn der Herr Jesus Christus etwas gesagt hat, dann siehst du an der Seite die ganzen Querverse, damit du Bescheid weißt, was der Herr Jesus Christus meint, wenn sich Prophezeiungen erfüllen oder wenn er etwas anspricht aus dem Alten Testament, dass du eben mal nachschlagst, was meint der Herr so. Das ist sehr, sehr gut. Ex-Muslim, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Mehr habe ich gar nicht. Mach so weiter, bleib wie du bist, ja? Ich danke dir. Du bist und deine Familie, du bist ein schlauer Junge. Ich weiß das, du wirst es schaffen. Danke dir. Ciao, ciao. Gottes Segen, mach's gut. Hallo mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Möge Allah dich auch nicht segnen, mein Bruder. Allah kann niemanden segnen, weil er nur ein fliegendes Schienenbein ist. Ich finde das nicht sympathisch von dir. Ja, aber der sagt das selber. Okay, aber warum steht dann in Johannes, glaube ich, 13,30 oder 33, Jesus sagt zu sich selbst, er ist ein Prophet, du sagst, er ist Gott.
ist sowohl ein Prophet als auch Sohn des Menschen. Er hat mehrere Titel. Er ist nicht nur ein Prophet. Okay, das heißt jetzt, im Fußball kann Gott sein und zugleich Mensch und Sohn Gottes. Was sagst du? Also im Fußball könnte jetzt zum Beispiel Sohn Gottes sein, Prophet und Gott. Weil es ergibt ja keine Logik, was du sagst. Gott kann ja nicht alles auf einmal sein. Er kann ja nicht Gott Mensch sein, dann ist er Gott. Gott kann nicht gleichzeitig hier auf der Erde sein und im Himmel sein. Sowas kann dein Gott nicht. Entschuldige, ich habe nicht versprochen. Ich meinte damit, dass ein Mensch kein Gott sein kann. Ein Mensch kann auch kein Gott sein, aber kann Gott Mensch werden? Kann Gott Mensch werden? Das würde keinen Sinn ergeben. Warum sollte er das werden wollen? Ich meine nur damit, kann Gott Mensch werden? Ob das Sinn ergibt also oder nicht? Gott sei mächtig, er könnte, wenn er wollte. Aha, da siehst du doch, dass du ganz genau weißt, dass er Mensch werden kann, wenn er will. Ja, und weiter? Kann er auch die Sünden der Menschen auf sich nehmen, wenn er möchte? Warte. Entschuldige, dass ich dich gerade unterbreche in einer Predigt. Aber wenn jetzt Gott ein Mensch werden kann, was ich durchaus nachvollziehen kann, da hast du recht. Aber kann ein Mensch Gott werden? Das ist jetzt die Frage. Nein, deswegen sage ich dir, Gott wurde Mensch, nicht ein Mensch ist Gott. Okay, Gott wurde Mensch und wurde dann dieser Mensch wieder zu Gott? Er ist mit diesem verherrlichen Körper in die Ewigkeit aufgefahren, wo er sagte, ich werde von dort aus kommen, um die Lebenden und Toten zu richten. Du siehst doch, dass der Herr Jesus Christus, wer sendet Engel? Sag mir das bitte. Wer Engel sendet, ist Allah, der Allmächtige, also Gott. Wie kommt es, dass Jesus Christus sagt, ich sende meine Engel? Wo sagt er das? In welchem Vers? Offenbarung 22, 16. Okay. Dann ist die noch eine andere Frage, weil ich kenne mich nicht so krass aus wie du, Armin. Hast du die Bibel gerade zur Hand? Nein, aber ich habe jetzt eine andere Frage noch. Aber noch eine Frage, dann wär's das. Mein Lieber, wenn du das zum Beispiel jetzt lesen würdest, dass ja. Jesus Christus Engel sendet, würdest du sagen, ey, ich glaube, Jesus Christus behauptet hier Gott zu sein? Okay. Warte, ich habe noch eine einzige Frage. Eine Frage, du kennst dich aus, man merkt, du hast die Bibel studiert. Hallo, ja oder nein? Nein, ich sag meine Meinung. Also jeder kann einfach Engel senden, ne? Kann nur Gott einfach. Aber das ist meine andere Frage, Bruder. Nur Gott kann Engel senden, Jesus ist Gott, Mann! Okay, wo in... Ah, wie süß, ey. Diese kleinen Süßen, ey. Ich will den Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers umsonst. Und wer überwindet, der wird alles erben. Ich werde sein Gott sein, er wird meine Sünde. Und sie werden meine Sünde sein. Ich habe Hunger, mach mir ein Sushi Pizza. Bitte viel mit Knoblauch und Pfefferoni. Schnibbel ein bisschen Zwiebel. Mach mir ein bisschen Zwiebel drauf und schneiden ein bisschen Oregano. Ich hab große Hunger. Diese Leute die machen einfach. Das ist so heftig, ne? Pizza ja Salami. Pizza ja Salami. Mm. Moin. Morgen. Ey, voll schön, dass ich dich mal erwische. Und zwar, ich habe eine Frage, ne? Ich bin Christ. Ich bin gebürtiger Christ. Ich wurde getauft. Ich war jeden Sonntag in der Kirche als Kind. Und das Problem bei mir ist, ich komme mit der Trinität nicht klar. Weil mir wurde damals wirklich beigebracht, dass Jesus unser Prophet ist und nicht Gott selber, sondern halt einfach der Messias. Wer hat dir sowas beigebracht? Das wurde uns damals so, also in der Kirche, also so wurde das gepredigt tatsächlich. Also, wer ist denn der Herr Jesus Christus für dich? Also für mich ist Jesus Christus der Messias. Ne? Also ich, der Sohn Gottes, so wie wir alle die Kinder von Gott sind. So sehe ich das. Also so habe ich, also wie gesagt, das ist echt eine lange Zeit her, als ich das letzte Mal in der Kirche war. Aber so wurde mir das halt beigebracht und so bin ich groß geworden. Ne? Und jetzt würde ich gerne. Christ, ne? Du bist Christ, ne? Ja, genau. Sprich mal bitte das Vater unser aus. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben uns unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung. Ja, und so weiter und so fort. Also,
so weiter und so fort. Ja. Aber das war nicht schlecht. Ich lasse es. Es ist mega lange her, als ich in der Kirche war. Und wie gesagt, das ist halt echt für mich komisch und ich bin wirklich jetzt die letzten Tage extrem viel am Gucken und warum das jetzt so gepredigt wird, weil für mich ist das halt nicht verständlich, weil ich halt sehr lange nicht da war und jetzt habe ich wirklich nach Kirchen gesucht, die auch das, was mir gelehrt wurde, lehren, findest du so gut wie gar nicht mehr. Also nur das halt... Aber von welcher Denomination kommst du denn? Katholisch, evangelisch, orthodox, was ist das? Evangelisch-lutherisch oder... Ja, das kann aber nicht sein, dass die gehen wir zu einem Priester oder... Ja, die haben dort Pastoren oder was, ne, in der evangelischen Kirche. Mhm. Ein Pastor und dann gehen wir zu ihm hin, der wird dir eindeutig sagen, dass Jesus Christus Gott ist. Ja, ja, ich bin ja rumgegangen und habe geguckt und es ist... Also so wird es halt auch tatsächlich gesagt. Nur halt eben gesagt, dass die gesagt haben, dass er ein Prophet ist. Ja, früher, wirklich. Also ich denke mir das, also oder ich war halt wirklich noch so jung, dass ich das falsch verstanden habe. Weil wenn ich mir jetzt so, guck mal, ich lese mir immer wieder Verse, also ich lese mir erstmal Verse für beide Seiten durch, weil ich das halt wirklich verstehen will. Und deswegen finde ich das echt geil, dass du es mir vielleicht eventuell besser erklären könntest, weil ich sehe in den Sätzen, also die für die Trinität sprechen, die könnte man einfach missverstehen. Also so sehe ich das. Also ich sehe keinen eindeutigen Satz, wenn ich mir das durchlese, wo Jesus sagt, dass er tatsächlich Gott in Person ist. So, und ich habe mir das immer so gedacht, dass vielleicht Gott einfach, also er halt Gottes Macht bekommen hat, also Gottes Wort, und er für Gott spricht. Aber er an sich, also es ist alles Gott, der Heilige Geist, Gott selber und Gott spricht durch ihn. Aber der Mensch an sich ist ja nicht Gott. Was machst du denn zum Beispiel, wenn der Vater den Sohn verherrlicht? Würdest du sagen, haben wir doch eine Trinität? Und also er kann ihn ja als von uns Menschen, kann er ihn ja am meisten lieben. Weil Jesus ist ja auch unglaublich. Er hat ihn verherrlicht, bevor die Welt überhaupt war. Er war schon mit dem Vater. Was würdest du dann sagen? Ja, das wird ja von vorne. Gibt es diesen Satz, weil da würde ich ja erstmal weiter durchlesen. Also den kompletten. Weil genau. Das wird für mich erstmal gar keinen Sinn machen. Ne? In Johannes 17,5 sagt der Herr Jesus Christus: Vater, ich habe dich auf dieser Erde verherrlicht und deinen Namen kundgetan. So verherrliche nun du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Du siehst also, dass der Herr Jesus Christus von Anbeginn der Zeit die gleiche Herrlichkeit wie der Vater genossen hat, verstehst du? Und das heißt Anbetung, Lobpreis, alles ging auch zum Herrn Jesus Christus. Heftig, ne? Ja, das ist krass. Ja, also keine Ahnung, das... Oder ich hab jetzt... Oh, das ist immer voll beschissen, Mann. Jedes Mal, wenn ich zu hier bin. Ich lese das mal vor. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun, Vater, verherrlichst du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Du siehst also, dass der Herr Jesus Christus schon von Anbeginn der Zeit mit dem Vater gelebt hat und die gleiche Herrlichkeit wie er genossen hat. Das heißt, die Anbetung... Die Lobpreise, alles, was dem Vater gehörte, gehört auch dem Sohn. Deswegen sagt der Herr Jesus Christus, ja, alles, was dem Vater gehört, gehört auch gleichermaßen dem Sohn. Verstehst du? Alles, was Gott gehört, gehört mir. Kann das einfach so ein Prophet sagen? Also kein menschlicher Prophet auf jeden Fall, ne? Siehst du, also wozu macht sich denn dann Jesus? Ja, aber denkst du denn, also könntest du dir das nicht so erklären, dass vielleicht, Jesus, Gott und der Heilige Geist sind eins, auch eine Person. Also, dass der Geist von Gott in Jesus gewohnt hat. Ja, das ist natürlich klar. Der Geist Gottes, als der Herr Jesus Christus getauft wurde, kam ja der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn. So, aber ja. Da tönt ja auch eine Stimme im Himmel, wo gesagt wird, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich gefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören. Du siehst also, Gott, der Vater, spricht, der Sohn ist da, der Heilige Geist kommt in Form einer Taufe. Und wir haben auch den berühmten die Taufformel. Tauft sie auf den Namen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Matthäus 28,19. Okay, aber ich könnte es halt, wie gesagt, immer noch so verstehen, dass halt Gott einfach in ihn gewohnt hat und halt nicht, dass es drei verschiedene sind, sondern halt
Alles der Apostel alles. Paulus, nein, der Apostel Paulus sagte, die gesamte Fülle der Gottheit lebte leibhaftig im Herrn Jesus Christus. Verstehst du? Ja, die gesamte Fülle der Gottheit, also der Vater und der Heilige Geist lebten in ihm, im Herrn Jesus Christus, so wie der Apostel Paulus uns das sagt. Aber die gesamte ist das doch so, Fülle oder nicht? Leibhaftig also, in ihm. Aber als der Herr Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, oder als er gesagt hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Verstehst du, da hat er den Psalm 22 zitiert und der Vater und der Heilige Geist haben ihn verlassen. Das heißt, der Vater und der Heilige Geist können nicht die Sünde ertragen. Verstehst du, der Mann, der Sohn Gottes, hat die gesamte Schuld auf sich genommen. Okay. Ja. Also keine Ahnung, ich verstehe das für mich, ganz ehrlich, verstehe ich das immer noch so, wie wenn Vater, Sohn und Geist halt wirklich eins sind. Also Gott selber Eins im Wesen, aber nicht ja, eine Person. Nee, geht ja nicht. Einmal Jesus, der Heilige Geist, der in uns allen wohnt und Gott selber, der halt über allen steht, ne? Genau, der Herr Jesus Christus sagt ja auch, ich werde mit meinem Vater bei euch wohnen, also in eurem Herzen also wohnen. Ist das Trinität oder bin ich bescheuert? Bitte? Wenn ich das so wenn ich das so sehe, ist das die Trinität oder bin ich bestäubt? Weil bei manchen Leuten, also es erklären auch andere, viele Leute erklären das anders. Du musst also anhand der ganzen, wie sagt man, es gibt ja verschiedene Beispiele, um das Ganze zu erklären. Denn wenn Gott so dreieinig ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles ja, um uns herum ist ja auch dreieinig. Unser ganzes Universum besteht aus dieser Dreieinigkeit, ne? Wie Zeit, sagen wir schnell, Materie und Raum, Zeit und Materie. Du siehst ja, das definiert ja unser gesamtes Universum. Unser gesamtes Dasein wird dadurch definiert. Und Zeit besteht ja aus, Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit. Und so ist auch Gott. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Weil alles in seinem Ebenbild geschaffen wurde, ist Gott dreieinig. Und alles um uns herum auch. Und du genauso. Körper, Geist und Seele. Und trotzdem bleibst du der eine Mensch. Okay. Bist du? Ja, okay, Bruder, ich danke dir. Also ist es auch die Trinität, so wie ich dran denke? Theoretisch. Ja, du hast einige Sachen gesagt, die jetzt nicht so konform sind. Ne? Du machst dann aus... du machst diese drei Personen zu eins. Und das ist nicht der Fall. Die drei teilen das gleiche ewige Wesen. Und zwar den einen Gott. Verstehst du? Sowohl der Vater ist Gott, als auch der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott. Aber der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der, Ja, das meine Vater, ich und das verstehe ich nicht. Es geht nicht in meinen Kopf rein. Ich raff das nicht. Warum? Keine Ahnung. Es geht nicht in meinen Kopf rein, weil, keine Ahnung. Ergibt für mich keinen Sinn, einfach irgendwie, keine Ahnung. Also, wenn sie drei agieren, unabhängig voneinander, dann brauchst du, mein Lieber, du musst anhand des ersten Buch Mose, kannst schon erkennen, dass Gott sprach, also durch sein Wort. Spricht er, Gott, sein Wort und der Geist Gottes schwebte schon auf dem Wasser. Und dann siehst du schon die Dreieinigkeit im ersten Buch Mose. Mhm. Ja. Gott, durch seinen Hauch, durch sein Wort, schafft er alles. Und der Heilige Geist ist auch schon direkt im Anfang des Schöpfungsberichts. Ich soll Philippa lesen. 2, 5, 11. Okay. Ja gut, Bruder, ich danke dir. Ich muss einfach, glaube ich, mich einfach noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Habe ich gesagt. Du musst dich ein wenig damit auseinandersetzen. Ne? Wenn du zum Beispiel auch den Hebräerbrief liest, siehst du auch, dass der Vater den Sohn mit Gott anredet. Dein Thron, oh Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der Sohn, sein Thron, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Verstehst du? Ja. Ja, okay, Digga. Ich will auf jeden Fall, dann lese ich mir das erstmal nochmal ein bisschen weiter durch. Ich guck nochmal. Philipp, ich muss mir das einmal gucken. Philippa 2. Alles klar, ich mach das mal. Okay, mein Lieber. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag noch, ne? Genau. Lass dich nicht ärgern. Ciao, ciao. Wer den Herrn beleidigt, fliegt raus. Ja, sehr gut. Ja, alles um uns herum ist ja dreieinig. Ne? Unser ganzes Dasein wird durch Dreieinigkeit bestimmt. Ne? In Jenna. Oh, in Jenner. Das war eine wundervolle Stimme. Guten Tag an.
Aufgrund des niedrigen Energielevels in der Gemütsskala brauchen wir einen Ausgleich. Ich brauche ein bisschen Kamelurin. Warte mal, ich muss mir mal einen Schluck Kamelurin trinken. Warte, ich komme direkt wieder zur Besinnung. Einen Moment. Oh, was für ein toller Kamelurin. Wunderbar. So, dein Energielevel heben wir jetzt hoch. Herr Amir, Ex-Muslim. Das bringen wir jetzt hoch. Genau, das nehmen wir jetzt hoch. Und da fangen wir an, das haben wir schon lange nicht mehr gehört. Ja. So, DJ. DJ, Kamel, Mil, Urin, Rin. Okay, reicht, Peng, hör auf, jetzt sind wir. Oh Mann, ich wollte dir eine geile Show bieten, alle. Du hast mir eine geile Show geboten, das reicht. Vielen Dank. Gott segne dich, mein Lieber. Dich auch, ciao. Danke. Ciao. Der kommt immer noch rein und macht seinen Faxer rein und geht wieder. Er lacht über Kamelurin, was? Er lacht über Kamelurin, aber in den Ländern trinken die das als Medizin. Ja, super. Ich wünschte, diese Leute würden ihr Gehirn einschalten, anstatt Kamelurin zu trinken. Das ist unglaublich. Stell mal vor, der Mohammed hätte gesagt, trink die Pipi von deinem Kollegen. Ich glaube, das würden die auch sogar noch machen. Unglaublich. Absurdität, ne? Das geht so ins Absurde, ne? Das ist einfach nur krank. Dr. Sheikh Kamelurin. Islam ist Peace, also der Name ist ja schon gelogen. Islam ist Bees. Hallo? Hallo, mein Lieber, warum lügst du schon mit deinem Namen? Ich habe eine Frage. Hast du ein Problem mit Islam? Ja, ich habe Problem mit deinem Namen, weil der ist gelogen. Ja, aber wenn du echter Mann, treffen wir direkt, nicht hinter einer Kamera und beleidigst du andere Leute. Beleidige dich, nein. Du bist ein Lügner. Weißt du das? Du bist ein Lügner. Du bist ein Lügner. Okay, wo habe ich gelogen? Verpiss dich, Mann. Verpiss dich, Mann. Wenn du echter Mann, treffen wir. Ist das ein Zug? Ich danke dir für Kamelurin. Dankeschön. Vielen Dank. Bist ein echter Mann. Komm, wir treffen. Mach treffen. Na, siehst du, mein Akku geht auch schon leer. Kann das nicht mehr ertragen. Der Akku kann das nicht mehr ertragen. Ja. Bist du ein echter Mann. Bist du ein echter Mann. Das ist natürlich dann Männlichkeit. Jemanden aufs Maul zu hauen. So die leichteste Sache, jemanden die Schnauze einzuschlagen. Aber ein geistliches Duell mit jemandem mitzumachen, ja, das können nur die wenigsten. Unglaublich. Ja, ich darf mich nicht aufregen, sonst flippe ich gleich aus. Wer schnarcht da? Das ist Jibril, der Würger. Amir. Ja, mein Lieber. Nee, also das war, glaube ich, der Bruder von Hamdi. Von Hamdi? Ja, der spricht doch so Hamdi. Nee, der hat 10-mal besser wie Hansi gesprochen, Mann. Hansi spricht wie eine Katastrophe, spricht er. Ja, also ich hätte eine Frage jetzt wegen der Taufe. Also ich bin nicht getauft. Ja, hast du dich aber... Aber ich glaube an Jesus Christus, dass er Gott ist, aber ich bin halt nicht getauft. Ich weiß nicht, wo ich mich taufen lasse. Ich muss immer eine Gemeinde einer gesunden Lehre suchen. Also bei mir in der Stadt. Ich finde doch keine. Ja, dann musst du erstmal gucken, dass du ein, zwei oder drei Geschwister irgendwie findest, die genau an dasselbe glauben und dann in deiner Stadt wohnen. Und versuchst mit denen erstmal Gemeinschaft zu haben. Ne? Brot brechen, treffen, Bibel lesen zusammen. Ne? Das ist wichtig. Also ich danke dir, Gottes Segen. Gott segne dich und deine Familie. Islam ist Peace. Das ist ja das Kranke. Der Typ nennt sich Islam ist Peace. Wisst ihr, was der direkt gemacht hat? Der hat mich direkt bedroht. Heftig, ne? Da habe ich gesagt, dein Name ist ja schon Lüge. Heftig? Komm, wir treffen uns. Islam ist Peace? Und dann sagt er, komm, wir treffen uns. Bist du ein Mann? Heftig? Ich dachte, Islam ist Peace.
Jetzt ist mir das eingefallen. Ich so, warte mal, das kann doch nicht wahr sein. Der nennt sich Islam is Peace und dann zeigt er, wie friedvoll seine Religion ist. Ist das grandios? So eine Doppelmoral. Richtig, Doppelmoral. Also, ich hatte recht, meinst du, dein Name ist ja schon eine Lüge, wo ich gesagt habe, warum nennt sich denn Islam is Peace? Das ist eine Lüge. Und dann auf einmal zeigt er uns, wie friedvoll seine Religion ist. Verstehst du? Ich habe eine Frage an dich, und zwar, was ist dein Lieblingsvers? 1. Johannes 4,7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Derjenige, der nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Amen. Amen. Das war's auch schon eigentlich. Okay. Dankeschön. Gott segne dich, mein Gott. Danke dich auch. Ich liebe euch alle, ja. Ich liebe euch auch. Für ihn ist das der Lieblingsvers, Geliebte, ich will euch voll schnarchen. Lasst mich viel für euch schnarchen und euch auf den Wecker gehen. Ja. Wie hört sich das an? Für mich hört sich das schon schlimm an, aber ich denke, ihr bekommt das nochmal heftiger mit, ne? Danke, King of Kings. Was denn? Was hast du geträumt? Hm? Was ist los? Was ist denn für Geräusche, Mami, der guckt? Was denn? Schlaf. 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 Zeig den bitte. Nein, ich hab den schon letztes Mal gezeigt. Hör auf. Lass den kleinen Lümmel da in Ruhe. Ja, welcher Vers war das nochmal, Bruder? 1. Johannes 4,7. Lass Hetzdoggy in Ruhe. Ja, ich habe einen Hund und Allah hat auch einen Hund, das wisst ihr ja, ne? Sure 53, Vers 1. Und ich habe wieder nachgeschlagen, diese Seite koran.ksu.com funktioniert wieder. Ich kann wieder alle Tafsire aufschlagen, Hammer, ne? Super. Gott sei Dank, gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeiten. Amen. Komm, lass uns ein bisschen beten, ihr Lieben. Herr Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir beten dürfen, Herr Jesus, und dich anbeten dürfen, dich lobpreisen, ehren vor den Menschen, Herr, dass dein Name über allen Namen steht, Herr Jesus, und dass wir deinen Namen überall verkünden, Herr Jesus. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so ein wundervoller Gott bist, der sich nicht zu schade war, sein göttliches Kleid auszuziehen, um uns ganz nahe zu sein, Herr. Hab Dank, Herr Jesus Christus, für alles, was du in unserem Leben tust und noch tun wirst, Herr. Und wir nehmen auch jede deiner Züchtigung an, Herr, und danken dir auch in Liebe dafür, Herr Jesus Christus. Bitte segne jeden Einzelnen, der hier drinnen ist, Herr. Bitte gebe und löse die Probleme, die er in seinem Leben hat, die ihn gerade bedrängen oder sie bedrängen, Herr. Dass du ja stets für sie oder ihn da bist, Herr Jesus Christus. Denn du bist der lebendige Gott, der alles lösen kann, Jesus Christus. Denn wir kommen mit unserer Schuld zu dir, Herr, und möchten sie bei dir ablassen, Herr, wie wir jeden Tag lassen, Herr. Und wir bitten auch von ganzem Herzen, dass du uns weiterhin segnest, Herr, dass du ja Gnade an uns walten lässt, Herr Jesus Christus, dass wir auch den Heiligen Geist, der in uns ist, gestärkt haben, Herr, dass du ihn stärkst und ja ihn einfach in uns weiterhin gedeihen lässt, Herr, dass wir ja auch in der Liebe wandeln können, Jesus, für die Menschen, die uns so sehr hassen, dass wir ihnen trotzdem mit Liebe begegnen können, Herr. Stärke uns in jeder Hinsicht, Herr Jesus Christus, und lasse uns diese Waffenrüstung Gottes wirklich, ja, wie ein Panzer für uns sein, Herr Jesus Christus, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen, mein Herr und mein Gott, Herr. Wir beten auch für diese, unsere wundervollen Geschwister in den islamischen Ländern, Herr, die wir niemals vergessen in keinem unserer Gebete, Herr. Dass du ihnen hilfst und Trost schenkst in ihrer schwierigen Zeit, Herr. Denn wir wissen nicht, was sie durchmachen, nur du allein weißt es, Herr. Denn sie werden um deines Namens willen verfolgt, Herr, und ja, möchten, dass du ihnen die höchste Stellung in deinem Himmelreich gibst, Herr. Einen hohen Platz neben dir, Herr Jesus Christus. Darum bitten wir dich in deinem heiligen Namen. Amen. Das Ganze jetzt mal, und dann gucken wir, dass ich später eventuell nochmal live komme. Vielen Dank, ihr Lieben.
Möge der Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen, ihr Wundervollen. Haltet immer am Herrn Jesus Christus fest. Lasst nicht zu, dass irgendeine Religion über euch herrscht, sondern nur der lebendige Gott, Jesus Christus, der es verdient hat, dass man ihm nachfolgt. Amen. Der Sündlose für die Sünder.